weil man da wirklich zu 100% zeigen kann, wie das aus dem Kontext gerissen wird. Und der Bruder hat dann gesagt, also er sagte dann, lies es bitte vor. Und dann hat der Bruder vorgelesen und fängt natürlich vorne an. Und da steht wortwörtlich drin, dass es eine Vision ist. Und dann würde er der Lüge bezichtigt. Dann ist man ein bisschen unschön mit ihm umgegangen. Man hat ihn nicht beleidigt, ne? Also jetzt nicht in die Richtung. Aber es war halt unschön. Und er hat dann gesagt, ja, du hast doch gerade gesagt, ich soll lesen, also lese ich vorne. Das ist eine Vision. Hier redet Jesaja. Und hat ihn dann rausgeschmissen letztendlich, weil er gesagt hat, er lügt und er würde hier nicht die Wahrheit erzählen, er würde die Bibel nicht kennen. Das gleiche habe ich ja mit Aki Schwitzkasten gemacht. Wer den Aki Schwitzkasten kennt, ihr wisst ja, das ist so einer, ist eigentlich so ein Betrüger eigentlich so, der verdreht genau. Gerne die Worte. Ich habe den schon sehr lange durchschaut. Also der kam dann mit dem Vers Jesaja 43 oder 42, da geht es angeblich ja um Mohammed, dass der dass er prophezeit wird, ja. Dann haben wir das so lange zusammen gelesen, habe ich gesagt, ja gut, jetzt sind wir an einem Punkt, wer ist Yahweh? Dann hat er gesagt, ja. les weiter. Dann habe ich gesagt, nein, wir springen jetzt nicht. Ich habe gefragt, wer ist Yahweh, weil der Name Yahweh dann vorkam. Dann habe ich gesagt, wer ist Yahweh? Das habe ich sogar mitbekommen, stimmt. Genau, stimmt. Wirklich, ja, der Kerl hat bis zum Geh nicht mehr gelogen und dann sagt ja. Er noch, ah, die christliche Community, die hat auch gesagt, dass ich nicht gelogen habe. Guck mal, wie diese Pharisäer lügen. Ja, das ist also, Aki ist ja ein Sonderfall. Du weißt, ich habe mich auch mit ihm vor einer Woche auch ordentlich gehabt und wie gesagt, also ich bleibe immer noch bei meinem Wort, wenn er möchte, wenn er dieses Land hier so scheiße findet, Meinungsfreiheit nicht schön findet, unter Christen nicht leben kann, ja, oder unter Kuffar. Raus aus Deutschland, dabei, fertig. Immer noch mein ich bleibe dabei, mein Angebot steht immer noch, ich zahle ihm sein Ticket. Kein ja. Thema. Ich zahle ihm das. Fertig, kommt aus. Das werden wir nicht ändern, ja. Wer mit Deutschland nicht klarkommt, mit der Meinungsfreiheit, die wir hier haben, ja. Ganz ehrlich, ja. Mann, Alter, buch dein Ticket, geh zurück in dein Land, wo du hingehörst, leb deine Ideologie da aus und fertig, Mann. Aber es gehört hier in Deutschland rein, Mann. Fertig, Punkt aus. Es gehört dir in Deutschland aus. Du kannst nicht eine dreckige Aussage treffen und dich hinstellen und Leute beleidigen. Das ist keine Meinungsfreiheit. Aber zeig mir mal ein Land, wo wir hier live auf TikTok gehen können, jeder seine Meinung kundtun kann und du nicht irgendwie erwarten musst, dass die Polizei gleich vor deiner Tür steht und dich verhaftet. Wie in Ländern der Türkei, wie in arabischen Ländern, nicht nur in arabischen Ländern, gehen wir auch mal zu Russland rüber oder sonst irgendwelche Staaten, die eine Diktatur haben, okay? Also bitte kommt mir nicht jedes Mal mit diesem Blödsinn Meinungsfreiheit. Von der Meinungsfreiheit ist nicht alles gedeckt. Ich kann mich nicht hinstellen und einfach Menschen beleidigen. Das ist keine Meinungsfreiheit. Aber wenn ich eine Meinung habe, ob die rechts ist, ob die links ist, ob die in der Mitte ist, ob die religiös ist oder nicht, dann kann ich meine Meinung kundtun, solange ich niemanden schade. Richtig. Punkt. Also ich will nicht mit diesem mit wir haben keine Meinungsfreiheit in Deutschland. Genau. Dann geh mal in andere Länder und zeig mir die Meinungsfreiheit da. Waalaikumsalam. Ja, das Problem ist ja auch, ganz kurz, Leute, guck mal, wir können hier in Deutschland ganz normal über unsere Politiker, über Olaf Scholz, über jeden können wir hier schlecht reden. Versucht das mal in Russland. Redet mal in Russland schlecht über Putin und guckt, was mit euch passiert. No. Sie meinen, hier nicht woanders. Also ich muss mal kurz einschreiten hier, Entschuldigung, was Russland betrifft. Ich habe viel mit Russen zu tun, wo ich auch lebe, aber arbeite ich auch mit Russen zusammen, auf ganz normaler Basis. Eure Meinung darüber ist leider nicht ganz richtig. Ich habe da ein bisschen andere Einsicht in diesen Sachen. Die haben eine eigene Kultur, die leben, das sind Orthodoxen, die sind da knallhart, was das betrifft. Das sind das Christentum. Wir sollen auch dankbar den Russen sein, dass sie das Christentum jetzt anfangen zu erhalten, weil wenn die nicht zugeschlagen hätten, wäre unser ganzes Christentum durch die ganzen Transgender von Scholz, wie die alle heißen, Meinungsfreiheit, Deutsche wurden Leute gejagt für ihre Meinungen, wäre das alles im Bach runter. Ja. Sorry, Bruder, da muss ich dich wirklich unterbrechen, jetzt einmal ganz kurz. Also ich glaube, du kannst dir keine Lanze brechen für einen Menschen wie Putin. Also dann geh mal bitte und führ mir bitte den Beweis ein. Geh nach Moskau, stell dich auf den Platz vorm Kreml und beleidige bitte Putin und sag, Putin ist ein Kriegsverbrecher, meinetwegen. Sag, Putin ist ein Unterdrücker. Sag mal, Putin macht dies und das. Und dann wollen wir sehen, wie lange du da stehst. Bitte tritt diesen Beweis an. Das mag ich gar nicht. Also Putin und Russland, jetzt ist es in Ordnung. Aber es gibt viele Russen, die nicht Putin mögen. Da hört es bei mir wirklich auf.
Es gibt viele Russen, die Putin. Weihnachtsmann, ich bin. Ganz kurz. Ich muss kurz reingrätschen. Im ganzen Drum und Dran seid ihr Brüder im Glaube. Ja, wir haben alle denselben Glaube. Ich bitte euch beide, dass ihr nur nicht streitet. Ja, weil es geht schon Richtung Streit. Ja, kann ich den Stab über dem Volk zerbrechen? Und ich beschäftige mich viel mit internationalem Recht und Kriegsverbrechen. Und da gibt es eine Riesenliste. Deswegen gehe ich Politik nicht rein, weil das versauert ganz viel unser christliches Zusammensein. Das war nur das Meinen dazu. Ja. Ist gar kein Problem, aber die Realität zu vertreten und zu sagen, dass man in Russland Meinungsfreiheit hat, tut mir wirklich leid. Gottes Segen. Das ist gar kein Problem. Leute, guck mal, Weihnachtsmann, das ist ja eben, ich bin zustimmen, und zwar ist das ja ein Fakt, dass du einfach nicht dich da jetzt hinstellen kannst in Moskau und sagen kannst, allgemein Russland, und sagen kannst, ja, Putin ist ein Kriegsverbrecher, ich unterstütze die Ukraine, in Ukraine sterben unschuldige Menschen, das kannst du nicht einfach so sagen. Nochmal. Kannst du das nochmal wiederholen? Du kannst nicht einfach dich jetzt in Moskau hinstellen und sagen, Putin ist ein Kriegsverbrecher, das, was in der Ukraine passiert, das ist ein ganz klares Kriegsverbrechen, da sterben unschuldige Kinder. Okay, jetzt habe ich es gehört, kurzer Kommentar dazu. Dann beschäftige dich mal mit den letzten 60 Jahren, wo die wirklichen Kriegsverbrecher sitzen. Und ich habe auch gesagt, Russland hat eine andere Kultur. Die haben eine andere Art und Weise durch ihre Geschichte, die wir nicht haben wie die Russen. Das ist nämlich ein Unterschied. Und wir müssen vorsichtig sein, andere als Kriegsverbrecher zu titulieren. Da gehe ich rein, Irak, Vietnam, Kings Bay. Die Amerikaner sind ja auch Kriegsverbrecher. Ja, das ist es ja, Leute. Also, genau, das streiten wir. Wir sind uns einig, dass die Kriegsverbrecher überall in der Welt in der Politik sitzen. Genau. Da machen wir keine Ausnahme. Aber hier ging es jetzt nicht um Kriegsverbrecher. Ich habe das Kriegsverbrechen-Beispiel angeführt, weil es tatsächlich ein akutes Thema ist. Aber nochmal, um zu Brian und mir zurückzukommen. Es ist Fakt, du kannst dich nicht dahinstellen. Ich beleidige tagtäglich Olaf Scholz auf Facebook. Ich beleidige die Grünen. Ich beleidige alles und jeden, was mir nicht passt. Ich gehe da rein. Also Beleidigung ist ein bisschen hart. Ich darf nicht beleidigen, aber ich kritisiere das oder mache mich lustig über Aussagen von denen. Bei mir ist noch nie die Polizei vor der Tür eingelaufen und hat mich abgeholt. Ja, das, also worauf jetzt unser Bruder hinaus möchte, ist, stell dir mal vor, du gehst in den arabischen Ländern und beleidigst einen Scheich oder einer der Hochrangigen. Alter, du bist gleich, boah, was die mit dir machen. Bete zu Gott, wenn du überhaupt heil rauskommst. Ja, und ja, das relativiert, stimmt uns gefährlich dazu. Weihnachtsmann, stimmst du sich dazu, dass jetzt zum Beispiel in Russland oder in anderen Ländern, zum Beispiel auch in Nordkorea, denkst du in Nordkorea, dürfen die einfach was gegen Kim Jong-un sagen? Alter, da hast du ein Problem. Die dürfen protestieren gegen ihn, die dürfen zu ihm sagen, wir lieben dich. Oh mein Gott, okay. Was reden wir sie? Ich bin wirklich raus jetzt. Gottes Segen an alle. Danke, dass ich da sein durfte. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Okay, Aram, ich bleib noch ein paar Minuten. Ich habe eigentlich Arbeit zu erledigen, aber ich bleib gerne noch ein paar Minuten, wenn du das willst. Ich hab Aram eigentlich nur hochgeholt, weil ich und Aram gleichzeitig Clown fressen und. Ich habe gesagt, Ironie, du kannst dich in Nordkorea hinstellen und den Führer kritisieren und sagen, wir lieben dich. Hast du die Ironie verstanden? Ja, okay. Ja, die Ironie, ich habe die verstanden, aber... Ja. Leute, ich mag ja diese Politikthemen eigentlich gar nicht, ne? Genau, das kippen jetzt. Ja. Dürfte ich ein paar Worte wechseln diesbezüglich? Ich bin erst gerade eben dazu gestoßen, aber ich habe das jetzt einigermaßen schon kapiert, worum es hier geht. Es geht um die Meinungsfreiheit in den jeweiligen Ländern bezüglich der Politiker, richtig? Ja. Richtig. Ja.
Tja, gut, ich meine, liebe Leute, also hier in Deutschland läuft einiges schief in den letzten Jahrzehnten. Das ist nun mal ein Fakt. Ich bin jetzt schon seit 40 Jahren hier. Klar. Es war natürlich was anderes früher bezüglich, wenn wir es jetzt vergleichen sollten mit der jetzigen Zeit. Die Politiker sind nicht mehr konform mit dem Volk. Die arbeiten nur für sich selber, für niemand anders. Das ist nun mal ein Fakt, leider Gottes. Also von dem her können wir nicht mehr das so formulieren, dass wir sagen, wir leben hier in einer Demokratie. Dem ist nicht mehr so. So, wir dürfen natürlich nicht Deutschland jetzt mit den Drittländern vergleichen oder mit den muslimischen Ländern vergleichen bezüglich der Freiheit. Also diese Freiheiten haben wir natürlich heutzutage auch nicht mehr, wie es mal war. Also das ist nun mal ein Fakt. Es herrscht nach und nach eine Diktatur hier. Ich meine, wenn die Politiker schon die ganzen Medien in der Hand haben und sagen, dieses und jenes darf nicht veröffentlicht werden, bitte, worauf läuft das hinaus? Auf eine totale Diktatur. Also wir werden so damit gefüttert, quasi als ob wir doch in einer Demokratie leben würden, aber dem ist nicht so. Also ich weiß nicht, also ich kenne wirklich so viele deutsche Kollegen, Geschäftsleute, ich kenne keinen einzigen, der diese Grünen gewählt hat. Und komischerweise kommen sie an die Macht. Genauso mit der Merkel. Die Merkel genauso. Leute, also, hey, tun wir uns das bitte nicht einbilden. Wir leben nicht mehr in einer Demokratie. Lieben, vor knapp zwei Wochen war ganz kurz, kann ich kurz aussprechen? Ich wollte es nur noch mal sagen, weil hier wieder so getan wird, ob wir keine, ob wir in einer Diktatur leben. Also ich war vor kurzem noch wählen. Ich weiß nicht, wie es anders ging, aber ich habe gewählt, ne? Mhm. Und ich bin, das Problem einer Demokratie ist, dass in einer Demokratie Leute drankommen, die man nicht gewählt hat. Weil andere die gewählt haben. Und dann zu sagen, ich bin quasi in einer Diktatur, weil die Leute nicht an der Macht sind, die ich an der Macht haben will, das finde ich schon ein bisschen, Lieber Matt, ihr habt das nicht so formuliert, ihr habt es genau anders formuliert. Also ich kenne wirklich, hey, mein Kreis ist wirklich brutal groß in Deutschland. Also von dem her kann ich wirklich ein bisschen da mitreden. Warte mal, Aram, wenn ich fragen darf. Aram, ganz kurz. Ja. Aram? Ja. Dein Kreis ist so groß, bring mich mal in diesen Kreisen rein. Wo wohnst du denn? Also wenn du geschäftlich was machen wollen würdest, lieber, da könnte ich schon einiges auf jeden Fall aufstellen, mit Sicherheit. Ja gut, Aram, also wir machen das aber privat, aber nicht hier. Ja, ich muss mal ganz kurz rein. Also ich kann die Aussage von Matt verstehen und ich kann auch die Aussage von Aram verstehen. Es ist irgendwo eine Mischung. Also ich kann das Beispiel von mir geben. Ich gehe immer wählen, ja, also weil sonst meine Stimme verloren ist oder ich mich halt nicht darüber aufregen kann, wer mich gerade hier regiert oder sonst irgendetwas, ja. Ich gebe mal mein Beispiel. In der Corona-Zeit, ja, fand ich den Christian Lindner sehr liberal, was das angeht. Also ich war dafür, dass jeder sich impfen lässt, der will. Jeder, der nicht will, soll sich bitte nicht impfen, ja. Aber keiner soll als Mensch zweiter Klasse oder soll nicht von oben diktiert werden, ja. Christian Lindner, könnt ihr mir zustimmen, war in dieser Zeit, bevor er in die Regierung gewählt worden ist, war er sehr liberal. Er war eigentlich sehr gegen diese Corona-Maßnahmen. Er war gegen viele Dinge und wollte halt eigentlich wirklich, dass es frei entschieden wird. Ich habe ihn aufgrund dessen, guck mal, ich oute mich jetzt hier, ich habe ihn aufgrund dessen, weil ich ihn sehr liberal fand und am beruhigendsten eigentlich in dieser Krisenzeit, gefunden habe und gesagt habe, guck mal, der ist cool, der ist eigentlich wie ich, er denkt so und so, jeder soll das selbst überlassen, jeder soll freiwillig eine Maske tragen, jeder, der nicht will, soll keine tragen. Mein Geschäft lasse ich auf oder ich lasse es nicht auf. Ja, ich soll selber entscheiden, wie weit ich dieses tragen kann. Wir sind mündige Menschen. Dann habe ich ihn gewählt und dann wissen ja alle, wie er sich in einmal um 180 Grad gedreht hat und dann sogar noch die Impfpflicht mittragen wollte. Eben, liebe Brüder. Da fühlt man sich und da kann ich den Bruder Aram verstehen, ja, und diese Aussagen auch verstehen, dass man dann sagt, wir leben in einer Demokratie, aber irgendwie wählen wir das und das und dann passiert so und so. Das Problem ist einfach, dass Politiker zu 80% Lügner sind. Ich wähle Lügner. Ja. Okay. Das Ding ist, ich wähle Leute.
Die lügen also, bis genau, zum geht nicht mehr. Das ist krass. Also, genau. Ja. Und das, also, und wir leben in einer, ich bin schon ganz kurz, ich muss auch gleich raus, leider. Ich will das aber noch mal kurz loswerden. Ich finde schon, also wenn wir über Demokratie reden, können wir davon reden auf der ganzen Welt. Wir haben keine hundertprozentige Demokratie. Da stimme ich euch zu. Aber Deutschland kommt an das nah dran, was man eine Demokratie nennen kann. Ich kann alle 4 Jahre ungestört wählen, ja. Und Bruder Aram, ich kenne leider doch einige, die leider die Grünen gewählt haben. Sorry, tut mir leid. Also mein Freundeskreis ist auch groß und ich habe tatsächlich Leute, unfassbar, unfassbar, die Grünen wählen. Ich habe sogar unfassbar Leute in meinem Freundeskreis, die ausländischer Herkunft sind, die dieses Mal die AfD wählen wollen. Unfassbar. Es ist einfach unfassbar, das sind diese wilden Zeiten, das ist einfach Social Media, das sind Trolle, die im Internet rumrennen, irgendwo Meinungen verbreiten, Meinungen größer machen. Warte mal kurz, Bruderherz. Ja, und wir werden halt verrückt dadurch. Aber warte mal, sind wir nicht die Trolle? Ganz kurz, liebe Brüder, ja. wir müssen eins festhalten. Diese Quasi-Wahlen, ich nenne sie immer Quasi-Wahlen, wir haben mit den tatsächlichen Wahlen 0,0 zu tun. Die Frage ist nur, wie kommt man denn auf so einen Aspekt? Wenn man wirklich die Hintergründe erforschen sollte, dann wird man wissen, das ist nur eine reine Scheinwahl und Scheindemokratie. Die haben nichts mit all dem zu tun. Alle sind bewusst gesteuert, auch die AfD. Ich meine, das, was die AfD sagt, werde ich sofort unterschreiben, werde ich sofort fördern, auch bestätigen, absolut. Aber was sagt Jesus uns diesbezüglich? An ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Und jeder, egal welche Partei, die wo alles, sagen wir mal, gut für das Volk redet, ne, sobald es an die Macht kommt, tut total das Gegenteil. Also von dem her müssen wir uns eins bewusst sein. Guter Polizist, böser Polizist und das läuft. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Richtig. Und an ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Und das ist nun mal ein Fakt. Und keiner von denen bringt gute Früchte hervor. Von dem her sind alle gesteuert. Das ist gesteuert. Oder ganz kurz. Deswegen sage ich, liebe Leute, es ist eine Scheindemokratie. Das hat mit Demokratie 0,0 zu tun. Leider Gottes ist es so, das, was Deutschland mal war, ist nicht mehr und das ist nur mal ist nicht mehr das, was. Wusstet ihr, dass Deutschland, wer ist jetzt rausgegangen? Der Brian. Oh, okay. Wusstet ihr, dass Deutschland, das ist eine GmbH, das ist eine Firma? Wusstet ihr das? Das weiß ich schon ewig. Okay, und das ist echt krass, das ist eine GmbH, Leute, überlegt mal, das ist eine GmbH. Lieber Flex, der Schäuble hat es gesagt, der Gabriel hat es gesagt, der Gysi hat es gesagt, der Seehofer hat es gesagt, es ist alles ganz offen gesagt worden und wir hören nicht hin. Wir hören nicht hin, das ist unser Problem. Darf ich was sagen? Ja, bitte. Ganz kurz, Herr Weihnachtsmann, ich will mich nur verabschieden jetzt, aber gesagt hat, entspricht der Wahrheit. Das Deutschland war noch nie eine Demokratie. Nachdem der Krieg verloren war, wurde das schon automatisch in einen Vassalstaat umdirigiert, das von anderen kontrolliert wird. Und deswegen, Aram Umat, gebe ich denen recht, die wählen in Deutschland, aber nie die Person, die sie eigentlich gewählt haben. Man nennt das indirekte Demokratie und gleichzeitig ist das ein Interessenwirtschaftsverein. Und ich gebe euch ein gutes Beispiel, um euch zu bestätigen, dass ihr recht habt. Ich lebe in Norwegen seit 30 Jahren. Und auf der Insel, wo wir leben, hatten wir das Wahlrecht für Ausländer und Norweger. Die Gemeindewahl. Das ist ein bisschen die anders bei uns dort, wo ich auf Spitzberg lebe, wegen dem Spitzberger Vertrag. Der gilt schon seit 100 Jahren. Aber was die gemacht haben, die haben den Ausländern das Wahlrecht entzogen. Und nur noch die Norweger dürfen dort stimmen oder die 3 Jahre im Festland gewohnt haben. Und das sind viele dort, die haben schon 4, 5, 6, 7, 8 Jahre dort gewohnt. Man hat ein Zweiklassensystem eingeführt. Und das kommt in Deutschland auch, das ist schon da. Ich gebe euch vollkommen recht, das habe ich so beobachtet. Und die Meinungsfreiheit in Deutschland, die existiert irgendwo auch nicht mehr. Das ist alles
bis zu einem gewissen Grad. Und wenn man anfängt zu graben, dann stößt man auf viel Ärger. Ja, definitiv. Also haben wir keine Demokratie. Ich sage jetzt mal wieder Russland wieder, wo viele reagieren, aber bei den Russen, die sagen es ja ganz offen, wie es dort ist. Wir reden immer von, wir verteidigen Demokratie. Aber wir haben eine Scheindemokratie. Und das ist ganz Europa schon versaut oder versäuert, durchzogen, dass das hinten und vorne nicht mehr stimmt. Und was die Grünen betrifft, Helmut Schmidt hat schon vor 30 Jahren alle gewarnt, wenn ihr die Grünen wählt, dann kriegt ihr Riesenprobleme. Die dürften niemals da rankommen an die Regierung, weil die sind gefährlich. Ja, ja. Ganz kurz, Weihnachtsmann. Ja, an den Kollegen, der jetzt gerade gejoint hat, ich habe jetzt keine Ahnung, wie der heißt, Mishuawa oder Mishua, ja, was gibt's denn? Was können wir für dich tun, mein Lieber? Okay, der ist rausgegangen. Okay, egal. Ja. Hat keinen Sinn ergeben, aber ja. Ja, das war nur meine Meinung dazu. Ich kann es nur bestätigen. Ich sehe das von außen. Ich habe es auch schon am Leib und Seele erlebt. Wer die Wahrheit sagt oder versucht, die Wahrheit aufzudecken, das hat mich schon Kündigung gekostet, Gerichtsprozesse, wo Staatsorgane drin verwickelt sind und die lügen tagtäglich. Also Weihnachtsmann, darf ich dir was... Durch mein Studium auch, Frieden und Konflikte auf globaler Art, von internationalem Recht, Völkermord, Terrorismus, alles, was dazugehört. Ich habe auch viel mit Sicherheit gearbeitet, mit Menschen zu tun gehabt, habe die menschliche Natur kennengelernt, wo Christus immer darauf hingewiesen hat. Deswegen sagt er, die wissen oft nicht, was sie tun. Und wir sagen, die Menschen fühlen sich wie Tiere auf. Und habe mich lange, 30, 35, 40 Jahre beschäftigt. Und jetzt sehe ich nur noch eins. Alles wiederholt sich wieder. Nichts hat sich geändert. Ja, vor allem, falls ihr das mal mitbekommen habt, jetzt hier auf der ganzen Welt, habt ihr gemerkt, jedes Jahr wird es immer schlimmer. Es wird gerade nicht besser. Es gibt keine Ruhe mehr. Wenn ihr jetzt mal ein paar Jahre zurückgeht, da war alles noch ein bisschen ruhiger. Ja, wenn wir jetzt 10, 15 Jahre zurückgehen, noch ein bisschen ruhiger. Vielleicht gab es mal da ein bisschen Krieg, so ein bisschen minimal so. Aber jetzt wird es immer extremer und extremer. Das ist brutal. Also es wird nicht besser. Es wird jedes Jahr schlimmer. Das ist heftig. Das ist heftig. Ja. Das sind die Zeichen der Zeit. Ja, absolut. Und Corona. Ich war auf der Insel, da war ein Lockdown. Da bist du gar nicht reingekommen. Aber naja. Seid ihr geimpft, Leute? Ich kam in die Zwangslage, mich impfen lassen zu müssen. Also ich bin geimpft. Ihr seid hier, also ich bin hier mit richtigen Hamster. Aram, bist du geimpft? Ich habe 15 Mal mich impfen lassen. Zweimal geimpft. Hey, Aram, ja. Guck mal, ich bin geimpft. Na ja, weil, wisst ihr, je mehr, desto besser. Dann bist du ja brutal, brutal immun gegen alles dann, weißt du? Ja, absolut. Es gibt ja wirklich Leute, Leute, lasst mich euch eine Geschichte erzählen. Ich bin vor mehreren Wochen, war ich ja beim Arzt und dann kam da so ein richtiger Komischer, der hat sich so komisch verhalten. Und dann haben wir gedacht, so, sag mal, was ist mit dem? Ja, und dann hat er so seine Karte abgegeben und dann hat er nach einer Medizin gefragt und so. Und dann fragt die Frau an der Rezeption, wie oft sind Sie denn geimpft? Und dann sagt er, ich bin 6-mal geimpft. Und ich gucke den erstmal an, ich denke mir so, hä, das ist nicht sein Ernst, oder? Und der so, ja, bei mir ist schon alles, ich hatte BioNTech, alles, ich wurde schon 6-mal geimpft. Ich denke mir so, ach du Scheiße, sein Verhalten, wie er redet, und habe mir gedacht so, okay, bei dem ist, er hat die Tasse nicht mehr im Schrank. Also wirklich, wirklich, wow. Ich musste mich 2-mal impfen lassen, weil ich gezwungen war praktisch. Ja, man wurde ja wirklich gezwungen.
Die wollten ja, ja auch diese Zwangsimpfung und alles bringen. Das war komplett krank alles. Ganz, ganz kurz, ja, liebe Leute. Bei mir war es schwierig. Ich lebe im Ausland. Deutschland. Weihnachtsmann, lass mal kurz Aram reden. Ganz kurz, liebe Leute, diesbezüglich kann ich euch nur noch eins empfehlen oder zwei. Bitte, ja, bitte informiert euch über Nattokinase diesbezüglich oder Blutschröpfen. Dann werdet ihr da gereinigt. Nattokinase oder Blutschröpfen, aber ich würde Nattokinase nehmen. Informiert euch bitte diesbezüglich, dann habt ihr gute Karten. Macht's das bitte. Arab, okay, ich muss dich was fragen. Ja. Dein Profilbild mit dem Adler, das erinnert mich an Iran. Nein, das ist, schau mal, die aramäische Flagge ist halt die Friedenstaube mit den vier Flüssen aus Eden drunter, das sind diese vier Sterne. Ja. Die Friedenstaube. Ich meine nicht Iran, das hat was mit den Zoroastrier zu tun gehabt. Ja, diese Zoroastrier, die versuchen halt ein bisschen so, sagen wir mal, eine Identität zu bekommen bezüglich, dass das einigermaßen dem Aramäischen ähnlich ausschaut, aber das ist es eben nicht. Das ist eine Kopie. Deswegen habe ich gefragt. Aber da hast du vollkommen, das schaut so ähnlich, wie gesagt, das sind halt Kopien vom Aramäischen, würde ich sagen. Ja, die kopieren, ja, die Aramäer. Ja. Wie die Bitte Weihnachtsmann, ich habe dich nicht verstanden. Nach Armenien will ich sowieso in Urlaub fahren. Ein guter Freund von mir, der ist aus Armenien, lebt bei Hannover. Und er hat mich eingeladen, wenn ich nach Armenien fahre, dass ich ihm Bescheid sage. Sehr schön, aber ich bin ein Aramäer und nicht Armenier. Entschuldigung. Das verwechselt man, das ist überhaupt kein Thema. Trotzdem sind es auch Orthodoxen und es sind auch semitische Abstammung, sogar eigentlich aramäische Abstammung. Warum ist Matt rausgegangen? Ist Matt rausgegangen? Weißt du eigentlich, Aram, dass meine Familie, meine griechische Seite, eigentlich aus den uralten Gebieten der Pontus kommen? Wow, sehr schön. Dann weißt du, wovon ich rede. Ja, ja, absolut. Absolut. Ja, da kommt meine griechische Seite her. Die Pontus. Sehr schön. Die alten sehr Griechen. Schön. Ja, 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 sehr, sehr schön. Absolut. Ja, ansonsten, Weihnachtsmann, ja, dann würde ich mich bedanken. Wir wollten eigentlich mit unserem Thema hier weitermachen. Und, ach so, ja, hast ja recht. Entschuldigung. Ja, ja. Nee, alles gut, alles gut. Ich möchte nur wissen, warum im Koran, also ich habe hier eine sehr, sehr gute Beschreibung gefunden, wo hier im Koran 5 Vers 64, wo es drinne steht, dass, ich glaube Moslem. Jetzt, Leute, jetzt bin ich wieder zurück. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Aram, hörst du mich? Ja. Genau. Und zwar habe ich hier was gefunden, ein Archäolog findet eine Statue, die die Beschreibung Allahs passt, im Koran und im Hadith. Ne? Da habe ich im Koran 5 Vers 64 habe ich gefunden, dass Allah Hände hat, also er hat einen rechten Arm. Ne? Und beide Hände sind auf der rechten Seite. Das steht im Koran 5 Vers 64, genau. Und im Hadith wird es auch nochmal beschrieben. Und da steht auch drinne, Allah has one chin only. Also was sagst du dazu, Aram? Ich habe dich nicht kurz verstanden. Bevor ihr weitermacht, Flex, ich muss spenden den Livestream, ja? Also ich gehe raus, ja? Okay, warum? Ich bin müde. Geh schlafen. Geh schlafen, alles gut. Wir hören uns, Leute. Gottes Segen an alle. Gottes Segen. Gott segne dich. So. Genau, und zwar hier steht, Allah has one chin only. Was verstehst du darunter? Allah has one chin only. He has a chin only. One chin. Also Kim. So. Das macht da überhaupt keinen Sinn. Wir müssen.
Oh Mann, das wird immer schlimmer. Ich weiß nicht, Mann. Ich versuche das ja zu verstehen. Ja. Und im Koran 52, Vers 48 steht drin, has a eye. He has a eye. Also er hat ein Auge. Also hat okay. Allah doch ein, eine Eigenschaft. Also, ja, also er hat wirklich zwei rechte Arme und hat tatsächlich, wie gesagt, ein Bein sogar und hat sogar ein Auge. Ist das ein Zyklop? Wie bitte? Der beschreibt, die beschreiben ja sowas Ähnliches wie aus der griechischen Mythologie, einen Zyklopen. Ach du Scheiße, wie meinst du das jetzt? Kannst du diesen Zyklon beschreiben? Zyklop, das war auch in der griechischen Mythologie eine große Person mit einem Auge, wo Odysseus gekämpft hat. Richtig. Ach du Scheiße, das kommt also aus der griechischen Mythologie. Ich habe nie gehört. Das ist das Erste, was in meinen Kopf kommt. Ich habe sowas noch nie gehört. Oh je. Okay, ja, das steht hier im Koran drin. Also ich habe es hier mal nachschauen. Also da ist ja irgendwas verdreht. Irgendwas ist da verdreht. Weil wenn Gott Mensch geworden ist, dann hat er Gott bewiesen, dass Gott eine menschliche Form hat. Eine geistige menschliche Form. Ja. Du sein also Eintreten in den Körper Jesus. Da musst du dich ganz, ganz festhalten, weil das, was du lesen wirst, das wird dir den letzten Schlag geben. Ich will noch leben. Oh Mann. Lies mal naja, vor. Ich habe das noch nie gehört. Das ist ja interessant. Ja. Naja, jetzt gucken wir mal. Ich bin jetzt einfach mal gespannt. Was du dazu sagst. Dieser Alibaba schreibt Kufur, Kuf, Kuf. Das ist ja wie wir die Abergläubigen. Ich glaube, der sollte mal ein bisschen nachdenken, was der da schreibt. Wenn es ihm nicht passt, dann soll er doch am besten gehen. Wir unterhalten. Nee, das Ding ist, viele verstehen nicht, dass wir in Deutschland eine Meinungsfreiheit haben. Ich sage immer wieder, wenn es euch nicht passt, dann müsst ihr da zurückgehen, da wo ihr hingehört. Ganz einfach. Also, wenn wir uns über Religion unterhalten, dann hat jeder das Recht, Gott zu verstehen. Richtig, das ist ganz einfach. Ne? Wenn man hier was lesen tut, das ist doch nichts Schlimmes. Man darf doch über Religion sprechen. Das ist doch nicht verboten, ja, über Religion zu sprechen. Es ist interessant zu lesen, wie wenig in Deutschland die Muslimen überhaupt eine Toleranzgrenze haben über Gespräche. Das ist aber interessant. Ja. Sehr interessant. Nee, mich interessiert das. Hallo Abu Majin, wie geht's dir? Ashraf al-Mursalin. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Okay. Abu Majin, wie geht's dir? Alhamdulillah, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ja, was hast du denn für eine Frage? Nee, ich kam zu spät rein. Ich habe nur irgendwie gehört, irgendeine Geschichte aus dem Koran soll von wo sein? Ich wollte mal wissen, um was es geht, welche Geschichte. Ich bin gleich wieder da. Kleinen Moment. Aram? Ja, bitte. Bist du jetzt Armenier oder kommst du aus Armenien? Ich bin ein Aramäer. Aramäer. Kommst du aus Armenien? Ich komme aus der Türkei. Aus der Türkei? Okay. Mhm. Interessant. Welcher Teil, der Westen oder der Osten? An der syrischen Grenze. Also an der syrischen Grenze, okay. Mhm. Wie ist dort das Leben an dieser Grenze? Ich kenne mich da ganz wenig aus. Ich weiß fast da nichts darüber. Es ist noch sehr, sehr historisch belassen. Ne?
Da findet man wirklich tatsächlich Ausgrabungen, die wohl ein paar tausend Jahre alt sind. Und die Infrastruktur ist auch noch nicht, sagen wir mal, so weit, dass man sagt, es ist modernisiert oder so. Ja, Gott sei Dank sind sehr viele Sachen noch erhalten. Also es sind eines der ältesten Kirchen auch dort noch vorhanden. Zum Beispiel das Kloster der Heilige Gabriel, das ist circa 1700 Jahre alt, ist immer noch erhalten. Wow. Mhm. Ich bin mal in einer uralten Kirche gewesen, es war in Ägypten, in der koptischen Kirche, in dem christlichen Teil von Kairo. Und okay. Das ist ja wie wenn man tausende von Jahren zurückgeht, mit Säulenmalerei, ägyptische Malerei, oder wo man sagt, Maria und Josef haben sich versteckt unten in dieser Kirche. Wow. Das ist, und das ist der koptische christliche Teil in Kairo, ganz der kurz, sehr angegriffen wird. Ganz kurz, Leute, wenn ich kurz unterbreche. Ja, Abu Majid, mein Lieber, wie geht's dir erstmal nochmal? Alhamdulillah, wie gesagt. Sehr schön. Wie geht's dir? Ja, ich kann mich nicht beklagen. Ich habe eigentlich noch geschäftliche Kleinigkeiten noch zu erledigen die nächsten halbe Stunde, aber ansonsten kann ich mich nicht beklagen. Ja, mir geht's sehr, sehr gut. Auf businessmäßig. Ja, ich habe schon viel zu tun, sagen wir es mal so, aber okay. Das kriege ich schon hin. Also es geht schnell. Ja, warum? Was hast du denn für eine Frage? Achso, nein, wie gesagt, wegen der, wie heißt der, Santa Claus hat ja gemeint, irgendeine Geschichte aus dem Koran sei irgendwie kopiert oder eingefügt worden. Da wollte es ist nicht kopiert. Moment, Weihnachtsmann, es ist nichts kopiert, sondern da gibt es einen Koranvers, und zwar Koran 5, Vers 64, also Muslim. Und zwar, God has two hands, also das heißt, Gott hat zwei Hände. Und die Frage ist, both hands are on the right side, also beide Hände sind auf der rechten Seite. Welcher Vers? Welcher nochmal? Sura 5? Sura Ma'ida? Koran 5, Vers 64. Achso, okay, warte, schau mir das mal kurz an. Ja, kein Stress. Dann merke ich wieder, dass vieles wieder falsch verstanden wird. Was meinst du? Weil er schon so sagt, dass ich was sagt, das ist eine Kopie. Ich habe von keiner Kopie gesprochen, ich habe mit etwas verglichen. Mhm. Ja, du hast ja nur verglichen, du hast ja nichts Schlimmes gesagt. Ja, und dann merke ich gleich, das ist jetzt nichts Leckeres, wie schnell das alles falsch aufgefasst wird und gleich aus dem Zusammenhang genommen wird. Ganz kurz, ich sehe hier gerade, dass Aramello mit einem Zane hier gerade streitet. Zane, bitte, wir sind nicht hier zum Streiten. Ne? Also alles gut. Ihr müsst euch nicht herausfordern hier im Chat. Das ist alles, richtige Männer schreiben vor allem sowas nicht. Deswegen bitte, Leute, kein Stress hier. Ne? Nee, Aramello, ich weiß, alles gut. Auch an den Zane, bitte keinen Streit hier, weil wir sind ja nicht hier, um zu streiten. Ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Flex, meinst du die Eier mit den Juden, mit den Yahud? Ja, also hier steht, dass Allah auf jeden Fall zwei Hände hat und Wo steht das? Ich habe gerade auf das Arabische gelesen. Auf Arabisch? Hier ist doch der Hadith, Muslim. Also das ist ein Hadith auch. Es gibt ein Hadith darüber. Das ist Hadith, das Hadith Muslim. Oder das Koran? Das Hadith oder Koran? Koran. Es steht auch im Koran drin. Okay, weil die Ayah 64 ist was anderes. Also das geht um die Juden, die sagen, Allah hat irgendwie keine, also hat kurze Hände oder so. Und Allah verflucht sie dann für ihre Aussage. Kannst du das mal ausblenden? Was für eine. Okay, blende das mal kurz aus, wenn du kannst. Würde mich interessieren. Ja, das. Weil Hadith ist was anderes. Ich habe den Hadith nicht vor mir. Ich habe nur den Koran Ayah jetzt aufgeschlagen, was du gesagt hast. Ja. Und da steht was komplett anderes. Also da geht es um die Juden, geht es darum. Okay, das muss ich mir mal ganz genau nochmal anschauen. Aber auf jeden Fall gibt es doch noch einen Hadith. Ich guck die mir mal später an, wenn ich zu Hause bin. Die Nummer vom Hadith. Okay, das ist der. Das ist der Hadith Muslim.
NO1827. Allah has one chin only. Ach so, bei Hadith bei Imam Muslim. Okay, Safi. Nummer genau. 1827, gell, hast du gesagt? 1827, genau. Okay, ja, Safi, ich... Ja, den Burak, den Al-Burak, ja, da kommen wir auch noch dazu. Würde mich auch sehr interessieren. Ne, das ist, Aram, kennst du das auch mit dem Al-Burak? Ja, oder? Ich hab das mal gehört, ja. Das wundert mich extrem. Ne, aber okay. Ja. Nee, guck mal, Abu Majin, guck mal, etwas, was mich wirklich beschäftigt, ne, da müssen wir auch ehrlich miteinander sein. Guck mal, wenn wir ja die Religion annehmen sollen, ja, sagen wir mal, all die Christen, ja, dann müsste ja ein Beweis da sein, dass Allah echt ist. Oder sagen wir mal, wir wollen einen Beweis, dass die Tora verfälscht ist. Wir brauchen einen Beweis, dass die Tora verfälscht ist, dass die Bibel ein Fake ist, dass Jesus Christus nicht am Kreuz gestorben ist. Ja. Ja gut, ich meine, es gibt ja auch außer koranische Quellen, die oder Theologen, die sagen ja auch, Jesus ist nicht am Kreuz gestorben. Ja, aber guck mal, Theologen sind für mich, keine Ahnung, es gibt viele Theologen, die auch gegen Islam reden. Dann gibt es Theologen, die reden gegen den Christen. Ja, natürlich. Ja, aber ich möchte einen klaren Beweis, ja, dass Jesus Christus nicht am Kreuz gestorben ist oder dass dieser Kreuz nie existiert hat. Oder es erschien ihnen ja nur so. Ne? Wir wollen ja den Beweis. Also, ja, aber Kreuz, ohne Beweis, ohne Quellen, das funktioniert nicht, Bruderherz, das geht nicht. Unser Beweis ist der Koran. Der Koran wurde 600 Jahre später geschrieben. Die Tora war zuerst. Genau, das richtig. Das Testament war eine Sammlung. Kleinen Moment, dann lass ich dich ausreden. Ganz kleinen Moment. Wenn du wirkliche Beweise willst, ohne dass du Quellen holst, dann fährst du mal nach Israel. Ich habe eine Rundreise in Israel gemacht und speziell Jerusalem. Die das Land heißt Palästin. Aber okay, das interessiert mich im Moment nicht. Ich rede von Geschichte. Ja. Dann soll man sich alle diese Plätze anschauen, alle diese religiösen Plätze durch die Geschichte hinweg. Und da siehst du mehr als genug Beweise. Und ich bin Israel rauf, runter, rechts, links von Aaron, ich war im Jordan, ich war in Eilat, wo diese Wüsten waren, im Norden, wo Jesusplätze, Herodes. Also, ja. Das ist alles bewiesen, das tun sogar die Moslems beweisen, mit ihren Wissenschaftlern. Was ist bewiesen? Dass das alles historisch echt ist. Historisch, was ist echt, genau, in Bezug auf die was? Ganzen Plätze, was mit David, Moses, das natürlich. Neue Testament, Apostel, das ist doch alles bewiesen. Steht ja auch im Koran über Daud und Suleiman. Ja. Guck mal, Abu Majin, ganz kurz Weihnachtsmann. Abu Majin, ja. Guck mal, das Ding ist, ich bin jetzt mal ganz ehrlich zu dir. Guck mal, bei dir im Koran steht ja, du musst an die Tora glauben. So, aber wie willst du ja an einen abgesandt hat, und nach dem zu glauben, was vor dir da war. Dieser Vers, diese Ayah geht bezüglich zu Mohammed, alaihissalatu wassalam, dass er daran glauben soll, dass auch diese Bücher, die Urschriften, ja, die originalen Testamente, Manuskripte, die Moses gegeben wurden und Jesus gegeben wurden, auch von ihm kommen, von dem einzigen Schöpfer Allah. Allah sagt aber auch wieder in Surat al-Baqarah, ich glaube, ich gebe dir den Vers, ich glaube Vers 78 ist das, wo er sagt, verflucht sind diejenigen, die ein Buch schreiben und sagen, es kommt von Gott. Diese verkaufen ihre Zeichen, diese verkaufen die Zeichen Gottes für einen geringen Preis und sie werden nach dem Leben eine schmachvolle Strafe erleiden. Hier sagen die Tafsir-Gelehrten wie Ibn Kathir und Tabari, dass das ganz klar an die Juden und Christen geht, die ihre Schriften verfälscht haben. Somit ist die Bibel nicht mehr authentisch. Okay, ganz kurz, Weihnachtsmann, ganz kurz. Ja. Kann ich darauf antworten, auf den Abu Majin? Ja. Natürlich. Ali Imran meinst du, oder? Ali Imran, Vers 78? Nein, nicht Ali Imran. Surat al-Baqarah, Surat 2, Vers 78. Ah, okay, dann gehen wir zu
Sura 3. Okay. Auf Aya 78, bitte. Mach mich mal groß kurz. Ich frage immer, wie es Patrick geht. Mir geht es sehr gut. Ich bin da. Mir geht's gut. Mir geht's so gut. Mach mich mal bitte groß. Ja, natürlich tut er das. Moment. Ja, Abu Majin, schaust du bitte? Da. Schau mal her, Al-Imran 78. Ja. Wir gehen gleich zum Tafsir, weil das ist dann viel besser erklärt, richtig? Und gleich, weil Abu gleich Majin. Haben wir einen Widerspruch. Das ist das Problem. Gleich werden wir einen Widerspruch haben, aber okay. Abu Majin, wir gehen gleich zum Tafsir von Ibn Kathir, okay? Ja. Okay. Jetzt schau her. Welche Eier ist das jetzt? Welche? Eier, Al-Imran, Eier 78. Okay, 78, okay. Ich schließe mich jetzt auf. Ich lese vor und du hörst hin, bitte, okay? Und tatsächlich gibt es unter ihnen eine Partei, die das Buch mit ihren Zungen verfälscht. So, dass ihr denken könnt, es sei aus dem Buch, aber es ist nicht aus dem Buch. Und sie sagen, es ist von Gott, aber das ist nicht der Fall aus dem Buch. Gottes Ruf und sie lügen über Gott, obwohl sie es wissen. Gott der Allmächtige erzählt uns von den Juden, möge Gottes Fluch auf ihnen liegen. Das ist unter ihnen ein... Ja, ja. Ochsenbilla. Dass es unter ihnen eine Gruppe gibt, die Worte von ihrem richtigen Platz verdreht und das Wort Gottes verändert und es von dem entfernt, Aram, was damit Aram, gemeint warte. Ist. Entschuldigung, Aram, geh mal bitte ganz normal nach oben und lies das mit den Juden wieder fort. Alter, das, nee. Also, gut, noch einmal. Abu Majin, ja? Gott, der Allmächtige, erzählt uns von den Juden, möge Gottes Fluch auf ihnen liegen. Dass es unter ihnen möge eine Gruppe Gottes gibt. Fluch auf ihnen liegen. Ochsenbilla. Ochsenbilla. Also, dass es unter ihnen eine Gruppe gibt, die Worte von ihrem richtigen Platz verdreht. Und das Wort Gottes verändert und es von dem entfernt, was damit gemeint ist. Um etwas zu machen, die Unwissenden glauben, dass es im Buch Gottes an solchem steht und schreiben es Gott zu, was eine Lüge gegen Gott ist. Und sie wissen aus sich selbst, dass sie gelogen und verleumdet haben. In all dem, und deshalb sagte er, und sie lügen über Gott, obwohl sie es wissen. Und Mujahid al-Subhi, al-Hassan Qatada und al-Rabi bin Anas sagten, sie verfälschen das Buch mit ihren Zungen. Also sehr wichtig, lieber Abu Majin, sie verfälschen das Buch mit ihren Zungen. Und es verfälschen es so überlieferte Al-Bukhari mit der Autorität von Ibn Abbas. Sie verfälschen und fügen hinzu und niemand in der Schöpfung Gottes entfernt den Wortlaut eines Buches aus den Büchern Gottes. Hast du das verstanden, lieber Abu Majin? Natürlich habe ich das verstanden. Was macht der keinen Unterschied? Pass auf, und niemand, wieso denn? Und niemand entfernt, niemand in der Schöpfung Gottes entfernt den Wortlaut eines Buches aus den Büchern Gottes, sondern sie verfälschen ihn, sie interpretieren ihn auf eine andere Weise als seine. Deutung Wahb bin Nabi sagte, die Tora und das Evangelium, pass auf, die Tora und das Evangelium, wie Gott sie offenbarte, wurde nicht ein einziges Wort davon geändert. Ja, wurde nicht geändert an die Tora, an Musa und Isa. Das Evangelium wurde nicht geändert, richtig. Stimmt ja. Also nicht ein einziges Wort davon wurde geändert. Die Urschrift. Die Urschrift. Jetzt warte, jetzt pass auf. Schau her, mein Lieber. Das ist 800 Jahre nach Christus geschrieben. Das hier. 800. Ne? Das ist 800 Jahre nach Christus geschrieben. Sind wir uns da einig? Mindestens 800 Jahre. Von wem ist das die Erklärung? Von welchem? Ibn Kathir. Ibn Kathir. Okay. Ibn Kathir ist doch sehr, sehr authentisch, oder? Natürlich. Das ist ja. Sahih. Okay. Abu Sahih. Majin, also das sind mindestens 800 Jahre nach Christus geschrieben von Ibn Kathir. Sogar vielleicht 900 Jahre, aber ist egal. 800 reichen ja auch aus. So, in diesen 800 Jahren muss ja irgendwo und irgendwer das Original gehabt haben, sonst würden die das ja nicht so behaupten können. Ne? Richtig. Okay.
Also halten wir das jetzt mal so fest, Abu Margin. Jetzt pass auf, wir lesen weiter. Und wurde nicht ein einziges Wort davon geändert, sondern sie geraten durch Verzerrung und Interpretation in die Irre. Und es sind Bücher, die sie aus eigenem Antrieb geschrieben haben. Und sie sagen, es ist von Gott, aber es ist nicht von Gott. Ne? Was die Bücher Gottes betrifft, so sind sie erhalten und können nicht verändert werden. Ne? Verstehst du? Ja, aber das widerspricht wieder dem Koran. Ja, Moment, warte, es wird ja noch besser. Es wurde von Ibn Abi Hatim überliefert, wenn Wahb bedeutete, was sie davon hatten, dann besteht kein Zweifel daran, dass es Ersetzungen, Verzerrungen, Entschuldigungen... Ganz kurz, Aram, der Saifullah, der hier drinne ist, ich glaube, der versteht die deutsche Sprache nicht. Du hast gerade eben alles vorgelesen und gerade eben einen Teil erklärt, und er sagt aber, du gibst dir selber einen Knockout. Und da wird aber klipp und klar gesagt, dass das Buch nicht verfälscht werden kann. Oh mein Gott. Der Koran kann nicht verfälscht werden. Deutsche Sprache ist für manchen wirklich sehr schwer. Egal, weiter. Kannst weiterlesen. Jetzt noch einmal. Ich meine, liebe Leute, ihr müsst schon eure eigenen Gelehrten dann kritisieren oder sagen wir mal aussortieren und sagen, wir glauben nicht an denen. Und somit könntet ihr dann eigentlich über den ganzen Koran nichts Klares aussagen, weil ohne die Gelehrten und die Sunna kommt sie nicht damit klar. Okay. Ganz kurz, also super. Aram, ja. Wir wissen ja auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Koranvers herabgesandt hat, wo er sagt, inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafidun. Wahrlich, wir haben diese Ermahnung herabgesandt und dieses Mal wird diese, und wir werden die Hüter darüber sein. Allah wieder, sagt hier ganz klar, dass diese Ermahnung, der Koran, das einzige Wort ist, was nicht verfälscht werden kann. Ja? In diesem Vers. Moment, aber hier sagt er. Darf ich kurz hier? Was sagen? Natürlich. Ich muss mir diese Erklärung mal anschauen von Ibn Kassir, was das auf sich hat. Von der Erklärung von dir, Aram, ganz einfach. Wenn er sagt Zungen, dann ist es die mündliche Sprache, nicht die Schrift. Richtig. Und deswegen, lieber Abu Margin, schau hier noch einmal. Du sagst, es ist explizit über den Koran gesagt. Nein, hier sagt, Wahb bin Munabbih sagte, die Tora und das Evangelium, wie Gott sie offenbarte, wurde nicht ein einziges Wort davon geändert, sondern sie geraten durch Verzerrung und Interpretation in die Irre. Und es sind Bücher, die sie aus eigenem Antrieb geschrieben haben und sie sagen, es ist von Gott, aber es ist nicht von Gott. Was die Bücher Gottes betrifft, so sind sie erhalten und können nicht verändert werden. Es wurde von Ibn Abi Hatim überliefert, wenn Wahb bedeutete, was sie davon hatten, dann besteht kein Zweifel daran, dass es Ersetzungen, Verzerrungen, Hinzufügungen und Entfernungen der Inhalte gibt. Aram, ganz kurz. Saifullah hat gesagt, ich bin der deutschen Sprache nicht mächtig. So, ich lese dir mal vor, wie er es interpretiert hat. Sorry, Flex, ich glaube, du bist nicht deutsche Sprache nicht mächtig. Alles klar. Dankeschön für das Deutsch. Dankeschön für das Deutsch. Ja, sehr und dann, pass auf, Abu Margin, es wird ja noch besser, ne? Pass auf. Mach schnell, ich muss gleich weg. Abu Margin, bleib mal bitte kurz drinne. Salamu alaikum, Friede sei mit euch, Flex und Aram. Alaikum salam. Ich habe meine Frage. Ja, ist euer Auftrag, irgendwie was zu enthüllen? Auf Fehler zu zeigen. Jihad. Moment, ganz kurz. Schau mal her, du kommst hier hoch. Du kommst hier hoch und redest. Lass mich doch diesen Tafsir zu Ende lesen. Nein, ist doch okay mit diesen Tafsir und Erklärungen und was weiß ich was. Jeder legt seine Hand ins Feuer für irgendetwas, ja? Schau mal, es gibt die Bibel, es gibt die Tora, es gibt den Koran. Ja, es gibt keinen Zwang oder irgendetwas. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Jeder soll sagen, an was er glauben will, ob er eine Kuh glaubt oder eine Sonne. Gina. Moment, ganz kurz, nochmal Flex, nur ganz kurz bitte. Okay. Schau mal, anstatt wir irgendwie auf eine Art zusammenhalten, auf eine Art, jeder hat sein Glauben, jeder hat seine Religion, jeder Mensch soll selbst entscheiden, was er will. Ich kann jetzt auch Bibelzitate rausholen, Erklärungen, Übersetzungen von Bibel oder Zitat oder Gewalt und sage, guck mal, was hier steht, guck mal, was er gesagt hat oder was weiß ich, warum soll ich das tun? Jihad, ganz kurz. Moment, Aram, das ist doch nicht Nächstenliebe, das hat nichts mit Glauben oder irgendwas zu tun. Jihad, ich verstehe dich, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, aber eine Sache darfst du ja nicht vergessen. Guck mal, wir haben eine Meinungsfreiheit hier in Deutschland und das heißt also, wenn wir hier zum Beispiel etwas zitieren oder lesen,
dann bitte ich auch die Muslime nicht gleich angefressen oder angepisst zu sein, sondern wir zitieren, wir lesen das, was da drin steht. Und wir sind ja in Deutschland. Wir sind ja nicht irgendwo im Golf, irgendwo in Arabien, wo wir sowas nicht machen dürfen. Weißt du, was ich meine? Ich rede hier nicht als Muslim, sondern als Mensch. Ich rede nur als Mensch. Guck mal, weder du, noch ich, noch Abu Majin, noch Aram, wir sind Gelehrte. Wir sind doch keine Gelehrten. Jihad, ich bin ganz konform. Gottes Wort, ob in Bibel. Jihad, ich bin ganz. Koran ist nicht das Wort für einen Mensch. Ist gut. Jihad, ich bin ganz konform. Wenn der Aram uns jetzt über irgendwelche Überlieferungen holt. Jihad, ich bin ganz konform. Aber manche nicht übereinstimmen mit dem Koran. Jihad. Und dann sucht er ja ein Problem. Er sucht doch ein Problem. Er will provozieren. Er will Streit suchen. Jihad, ganz gut. Und wenn man Aram sagt, das ist nicht übereinstimmen mit dem Koran. Jihad, gib ihm mal bitte die Möglichkeit zu reden. Jihad, du redest, schau mal her, du bist hierher gekommen und redest ununterbrochen. Lass doch mal antworten, Mensch. Ich bin ganz konform mit dieser Aussage von dir, wenn es denn so sein sollte. Jetzt pass auf, mein lieber Jihad. Wenn wir schon Al-Bukhari nehmen, 4557, da steht drin geschrieben, dass ihr die Aram, man sieht dein Gesicht durch das Handy, mach das Handy weg. Ja. Man sieht hier alleine schon, wenn du ihn sagst, man sieht sein Gesicht. Guck mal, was sind das für Menschen, die sich hinter der Kamera verstecken und ihre Gesicht und ihre Namen nicht zeigen? Jihad, Bruder Flex. Jihad. Verstehst du, was ich meine? Das ist doch, das, ich will nicht sagen, heuchlerisch oder frevlerisch. Das macht man nicht, Bruder. Jihad, das macht man nicht. Jihad, ja, kann doch warten. Ganz kurz. Jihad, verstehst noch du? Einmal. Daran zeigt man doch, was. Jihad, man, Jihad, pass auf. Wenn ich hier etwas aus deinen Schriften, wo wir kein einziges Buchstabe daran verändert haben, kann ich denn was dafür, wenn es da drin so steht? Mann, du hast mich gerade nicht verstanden, ob es die Bibel ist oder die Tora. Es geht um Respekt. Nein. Wir sollten weder über die Bibel noch über die Tora noch über den Koran. Pass auf, Jihad. Nein. Das stimmt nicht. Ich will wissen, was in Sahih al-Bukhari 4557 steht über Christen und Juden. Da steht explizit drin geschrieben, Christen und Juden zum Islam zwingen. So, jetzt pass auf. Und dann zu. Geh in die Moschee, wenn du wissen willst, dann rede mit einem Hadji, mit einem Gelehrten. Warte, Aram. Irgendwas in die Welt zu werfen, hier auf TikTok irgendwie was. Okay, es hat keinen Wert. Er lässt mich gar nicht ausreden. Bitte, Flex, bitte. Guck mal, Jihad, ich will das dir noch einmal erklären. Ja, du bist hier hochgekommen als Mensch. Ja, du willst nur das Schöne, du willst nur das Beste. Aber was ist denn das Problem, wenn wir hier in Deutschland eine Meinungsfreiheit haben und einfach darüber reden? Warum dürfen wir das nicht? Das dürfen wir. Wo ist das Problem? Meinungsfreiheit, sich zu verstehen, sich nicht zu zeigen und irgendwelche Sachen zu irgendwas zu entwerfen, ja, überhaupt nicht stimmen, egal. Egal in welchem. Warum sollte das denn nicht stimmen? Weil Jihad lässt uns nicht. Ganz kurz. Abu Majin, ganz kurz. Ja. Guck mal, ich muss jetzt wirklich weg, ja? Ich bin hier im Auto die ganze Zeit nur. Ich muss ganz kurz, Abu Majin. Du bist doch hier. 78, hast du gesagt, ne? Ja. 78. Genau. Ich schaue es mich später an. Genau, schau es dir an, bitte. Das kannst du im Arabischen lesen. Wir verdrehen hier nichts. Es sind eure Bücher. Wenn wir aus den Büchern zitieren, das sind nicht unsere Meinungen. Liebe Freunde, das dürft ihr nicht falsch verstehen. Es hat nicht damit zu so, tun. Auch von der Art ein bisschen anders jetzt, habe ich gemerkt. Weil ja, ich hoffe. Mit Christen und die haben debattiert, so ganz höflich. Und dann daraufhin hat Tauhid ein bisschen reingeredet, daraufhin hat Hamdi Tauhid auch ermahnt, lass ihn bitte ausreden und so. Aber wie gesagt, wenn ich die Erklärung finde, werde ich die später bringen. Wenn ich die Erklärung inshallah finde, wenn nicht, dann halte ich mich drauf. Und lies bitte die Sure 17, Vers 104 auch. Lies das, dann wird man ein bisschen mehr näher der Wahrheit kommen. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres wie die Wahrheit, Abu Majin, oder? Richtig. Deswegen nimm den Islam an, Aram, und rette deine Seele. Einen schönen Tag, ja? Tamam, Heide, schönen Tag. Ich muss kurz was klarstellen, ganz kurz. Mhm. Für die Leute, die das jetzt gerade schreiben, man muss den Koran lesen und nicht irgendwelche Überlieferungen. Das ist der Beweis,
dass viele wirklich nicht in die Moschee gehen. Warum? Weil jeder Imam wird euch sagen, ihr braucht die Hadithe und ihr müsst die Hadithe akzeptieren. Wenn du den Koran lesen tust, ja, brauchst du die Hadithe. Und durch die Hadithe kannst du wissen, wie oft du am Tag beten musst. Das ist ganz klar. Sogar Aram kann mir das bestätigen. Ja. Gottes Segen nochmal, Brüder. Flex, Jane. Weißt du was ganz Interessantes? Mhm. Wo ich in Israel war, ich habe meine Reise gemacht, meine Pilgerreise gemacht. Und ich war, und zwar das Qumran, also die Hamadi-Schriftrollen, die gefunden worden sind. Habt ihr mal davon gehört? Ja, ja, natürlich. Und wenn man sich diese Rollen anschaut, ich habe die Originalen gesehen, ich war auch an dem Platz. Und du stehst im Museum mit Original-Evangelien von Hand geschrieben. Wo Wissenschaftler heute noch dabei übersetzen und die Fragmente zusammensetzen. Wir wissen, dass die hebräischen Schriften original sind, das wissen wir schon. Naja, aber was ich will ganz kurz mal was zu dem Abu Majin sagen, ganz kurz, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ich bin nur deswegen hochgekommen. Ihr müsst auch wissen, mit welchen Geistern ihr hier redet. Also der Typ hat mir letztens Schläge angedroht, Frankfurt-Verbot erteilt. Weil ihm seine eigene Medizin nicht schmeckt. Ich war ja im Streit mit Aki, da kam er dazu mit ein paar anderen und die ganze Lage hatte sich dann irgendwann mal beruhigt und er hat dann aus dem Hintergrund die ganze Zeit, warum bellst du nicht mehr die ganze Zeit. Ja, das hat er bei mir auch gemacht, So, ja. Daraufhin, er hat die ganze Zeit, deswegen schreibe ich die ganze Zeit hier Sahih Patrick und Patrick ist sein Verlobter. Er fährt mit einem von SpongeBob mit Patrick. Ich meinte nicht, er soll dich fragen, wie es dir geht, sondern er soll bitte seinen Verlobten Patrick fragen, wie es Patrick geht. Ich habe ihn dann halt ein bisschen aufgezogen, weil er das Ganze mit mir gemacht hat. Und dann ist er komplett eskaliert, hat mir Schläge angedroht und sonst irgendetwas. Also wer hier so tut, auch freundlich und gediegen und gesonnen und sonst irgendetwas, ja, in einem anderen Live dreht er durch und droht anderen mit Schläge. Also ich möchte ja, nur, weißt dass du, solche weißt Sachen du warum? Wissen. Der ist bei mir im Stream sehr respektvoll, weil ich mit ihm auch respektvoll rede. So, weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Er ist aber auch gediegen bei dir, mein Bruder, weil er auch sieht, dass du 1,90 Meter und 95 Kilo hast. Ja? Wenn er das bei mir sehen würde, weil er jetzt kein Bild sieht, wäre er genauso leise. Das habe ich ihm dann auch gesagt. Das andere Ding ist, ich möchte zu dem anderen noch sagen, der hier drinne war, dieser Jihad, ja, der sagt, wo ist unser Respekt dem und dem gegenüber? An alle, die das jetzt hier hören, wo ist der Respekt Juden und Christen und Nichtgläubigen im Koran uns gegenüber? Wo ist dieser Respekt? Also wenn ihr euch das fragt, warum wir darüber reden, ja, wir müssen darüber reden, wir werden nicht respektiert, wir werden als unreine Menschen tituliert von Affen und Schweinen und ich weiß nicht was alles. Also wo ist denn dann bitte unser Respekt? Naja, wir werden ja auch teils als Rosinenköpfe bezeichnet, also zumindest Dunkelhäutige. Genau, ja, Afrikaner werden ja ganz offenkundig, also rassistischer geht es gar nicht mehr. Ich habe letztes Mal auch in dem wo du mit dem einen diskutiert hast mit deinem afrikanischen Bruder, der Moslem ist, ich weiß nicht mehr seinen Namen. Du meinst Nafi oder meinst du Bilal? Nein, wie heißt der andere? Kamil, Nafri oder Bilal, das sind alles Ghanesen, Kamil. Die sind aber alle Moslems. Kamil war das. Und der dann diskutiert hat, wo wir in diesen Hadith auch vorgelesen haben, was Mohammed selber über Schwarze gesagt hat und auch das Schwarze, der den ersten Muizin Ruf gemacht hat, wie hieß sein Name nochmal? Bilal. Und dass der halt als Sklave gestorben ist und das ist eine Art Rassismus, da brauchen wir gar nicht drüber reden, weil warum schenkt man ihm dann die Freiheit nicht? Ja, also wenn er so ein hoher Mensch im Islam war und all diese ganzen Sachen. Also wo ist der Respekt gegenüber uns allen anderen, die nicht muslimisch sind und hier auch ganz eindeutig gegenüber Afrikanern? Zu der Thematik von Ebe. Ja, du darfst reden, alles gut. Von Ibn Kathir und so weiter und so fort. Oder ganz einfach, Aram, um dir das zu erklären, falls du dich dafür interessierst. Wie gesagt, der ist NG, Word of Peace. Ganz kurz, Diyad. Also, das Ding ist, wir müssen auch ehrlich zueinander sein. Es steht ganz klar und deutlich, dass man das Buch nicht verfälschen kann. Ja, das heißt also automatisch,
automatisch, du als Moslem musst die Tora, du musst an die Tora glauben, das heißt automatisch, du musst auch an die Bibel glauben. Ja. Wenn die Bibel verfälscht ist, dann... Hä? Ja, ist das erstmal eine Frage an euch, wisst ihr das? Auf wen wurde das Injil herabgesandt? Laut Koran. Aber du wolltest es uns doch gerade eben erklären, dann erklär es uns doch. Ja, es wird auf Isa alaihi salam herabgesandt. Okay. Ja. Und die Bibel heute ist ja nicht ein Buch, was auf Jesus herabgesandt wurde, sondern was später entstanden ist von den Jüngern etc. und so weiter und so fort. Ja, ist über das Leben von Jesus. Also das ist ja gar kein Buch. Und dann merkt man den Fehler, den ihr im Koran gemacht habt. Ganz einfach. Warte, weil ihr einen Fehler Warte mal, ganz kurz, warte mal. Ganz die Jesaja-Rollen wurden 1:1 gefunden und die passen übereinander. Und daran merkt man, dass wirklich vieles nicht übereinstimmt in euren Büchern. Aber okay, rede weiter, alles gut. Wie gesagt, es handelt sich um zwei verschiedene Bücher. Ihr wollt, da steht Evangelium, da steht nicht Lukas, Matthäus, Korinther und so weiter und so fort. Es handelt sich um zwei verschiedene Sachen. Das eine spricht über das Buch, was auf Jesus herabgesandt worden ist. Jetzt stelle ich dir die Frage, oder euch die Frage, die Bibel. Wird die auf Jesus herabgesandt, die heutige Bibel? Die Brüder werden dir eine passende Antwort drauf geben. Ich gebe ihm die passende Antwort. Können wir dir jetzt etwas beantworten, wo euer Islam, eure Schreiber, euer Ibn Waraka Ibn Naufal oder sonst irgendwas sagen? Guck mal, nein, ich bin dabei, ich bin dabei, ich beantworte dir. Wenn dir meine Antwort nicht passt, geh raus. Ja, sag doch wenn dir meine Antwort nicht passt, geh raus. Leute, eine Diskussion findet nicht statt, wenn du mir sagst, ich kann nur mit Ja oder Nein antworten. Warte, bevor du antwortest. Nein, das Buch wurde nicht auf Jesus herabgesandt. Okay, und jetzt, ciao. Also, dieses Argument wurde schon tausendmal widerlegt. Ja, weiß das auch. Der will das einfach nur auf Ich will deine Frage beantworten. Ich werde eine Frage beantworten. Auf einer ganz einfachen Weise. Ist das okay für dich? Ja, mach. Bitte. Man braucht die Bibel dann wieder Jesus zu schicken. Wenn Jesus Gott selber war, ist er das Wort Gottes. Dann braucht er gar nichts senden. Es war Gott selber. Und das Wort kommt von Gott. Das ist der große Unterschied. Die anderen Schriften aus den Frage beantworten eigentlich, es ist das Wort Gottes. Und Jesus ist Gott und er ist der Vater. Und er braucht nichts schicken, weil er selber kam. Das ist meine Antwort dazu. Also meine Antwort jetzt noch darauf, Sie erwartet, ich war noch gar nicht fertig. Meine Antwort noch darauf, warum sollen wir eine Lüge erklären, die ihr falsch irgendwie interpretiert oder sonst irgendetwas? Warum sollen wir dir eine Antwort darauf geben, wenn etwas falsch im Koran steht über das Christentum? Erklärt euch das doch selber, wir waren doch vorher da. Wieso sollen wir das erklären? Nochmal zu dem Punkt, du sagst Injil. Was ist denn das Injil? Das Evangelium. Was ist denn das Evangelium? Dass die alle Bücher hatten, die gleichen Botschaft ursprünglich. Was ist das Evangelium? Ganz kurz. Ziad. Pass auf, mein Lieber. Ich meine, du hast schon einige Antworten bekommen. Und dann frage ich dich über zwei Suren. Warte, bevor du die ganze Zeit schießt. Hier bestätigt der Koran ein paar Sachen, mein lieber Ziad. Ob du das jetzt dann annimmst oder nicht, das bleibt natürlich dir überlassen, weil wir werden niemanden zwingen. Wir können laut euren Schriften auch beweisen, dass Jesus auch Gott ist. Laut dem Koran sogar. Jetzt pass auf. Ich weiß schon, was du sagen willst. Ja, dann sag mal, was denn? Was würde ich sagen? Du würdest sagen, erstens diese ganzen Wunder mit und dass da steht das Wort von Gott und der Geist von Gott. Also du hast es gerade gesehen. Oh, pass auf, die kennst du ja schon. Jetzt gebe ich dir etwas anderes, mein Lieber. Wer weiß die letzte Stunde der Auferstehung? Allah, oder? Ja. Allah allein weiß über die letzte Stunde. Richtig? Ja, Allah weiß darüber nur Bescheid. Das ist in der Sure 31, Vers 34. So steht es geschrieben. Jetzt pass auf. In Sure 34.
In Sure 43. Ich hole für ihn als Unterstützung. Als Unterstützung hole ich nochmal einen Moslem hoch, weil sonst ist das unfair. Ich hole ihn mal. Ist okay. Aber auf jeden Fall hören bitte. Siad, hast du einen Koran bei dir? Ja, habe ich. Dann mach bitte zuerst einmal die Sure 31, 34 auf. Ich muss Gebetswaschung machen und so weiter und so fort. Soll ich sie auch machen? Ja, am besten. Mach. Tamam. Ganz gleich. Wo sind wir? Dann mache ich mal das hier auf. Okay. 31. 34. Ich glaube, irgendwo im Koran gibt es auch, oder ich glaube, in dem Hadith gibt es kurz die Trinität, die vorkommt sogar. Das habe ich selber sogar gelesen, bin ich ganz ehrlich. Ja, bei Sure 5, Vers 73. Also, wenn du, ja, Sure was? Sure 5, Vers 73, 74. Mach mich mal bitte groß. Guck mal, ganz kurz, stopp, Leute. So, du hast es gerade eben selber gesagt, Siad. Also, warum willst du denn weiterhin noch graben, wenn du selber weißt, dass die Trinität im Koran vorkommt? Ja, lies doch vor, Sure 5, Vers 73, 74. Okay, wir was kommen gleich drauf. Steht. Wir kommen gleich drauf. Mach du mal ganz kurz ein Geräusch. Ja, klar. Habt ihr nicht gesehen, dass Gott die Nacht in den Tag eintreten lässt? Warte mal, wir gehen aber gleich auf die 34, ist besser. Ja. Jetzt gehen wir auf 43. Sure 43. 61. Ganz kurz. Flex, weißt du, was interessant ist? Jetzt bin ich gespannt. Was der Aram jetzt gerade vorgelesen hat, was da in dem Hadith oder Koran steht, nur der Herr weiß um die Stunde. Wenn das auch im Koran steht, dann ist das nicht ein Beweis, dass eigentlich der Koran auch eine Abschrift vom Neuen Testament ist, nur in einer anderen Verfassung? Richtig. Sehr viel, sehr viel sogar davon, lieber Weihnachtsmann, und auch sehr viel vom Alten Testament und auch sehr viel vom Talmud, das können wir auch belegen. Wenn unsere lieben Freunde in den alten Schriften lesen sollten, dann werden sie diese Parallelen definitiv selber auch erkennen. Ja, das ist interessant. Ja. Weil da ja der Koran 600 Jahre später kam. Ja, wirklich, da müssen wir ehrlich sein. Ja, wir kamen erst 600 Jahre später. Aber was ich sagen wollte, zu dir, Flex, bei den Qumran-Schriften, wo ich im Museum war, die gesehen, das war auch ein definitiver Beweis der Evangelien, ohne dass man groß Nachforschung anstellen muss. Ein definitiver Beweis. Eben das Herzinterpretation wurde präsentiert. Was damit gemeint ist, ist, womit Jesus Friede sein mit ihm gesandt wurde, um die Toten wieder zu beleben, die Blinden zu heilen und die Leprakranken und die anderen Krankheiten diesbezüglich. Was weiter davon entfernt ist, ist das, was gerade mit der Autorität, es geht jetzt ewig weiter. Schau mal her, das geht ewig weiter. Ich muss die andere Quelle noch finden. Na? Es ist auf jeden Fall hier, ist klipp und klar, hier ist klipp und klar. Das war Mädel. Nicht so laut. Hey Aram, ich hab Augen. Du weißt Bescheid, ich hab Augen. Oh mein Gott. Du tust aber auch wirklich alles beobachten. Das ist nicht gut. Ja, ich bin auch ein Fuchs, du weißt es. Aber ein großer Fuchs. Ja. Sure 43 Vers. Also liebe Leute, nicht, dass ihr meint, wir gehen in unsere Quellen rein, wir geben einfach nur ein und die sind halt nun mal da beinhaltet und es ist so, ja. 61. Also Flex, ich werde mich jetzt abmelden, ich muss noch andere Sachen machen, das war ganz nett, bei euch in der Runde dabei gewesen zu sein.
Danke. Der Herr segne euch alle und Jesus auch. Gottes Segen, Weihnachtsmann, Ponto, Grieche. Ich wünsche euch noch viel Spaß alle zusammen. Ciao, ciao. Danke, ciao. Jetzt pass auf. Wir fangen bei der Sure 57 an. Und als der Sohn Mariams als Beispiel angeführt wurde, da brach dem Volk sogleich in Geschrei aus. Hä? Ups, warte, jetzt. Und sie sagten, sind unsere Götter besser oder eher? Sie führten ihn dir nur zum Streiten an. Nein, vielmehr sind sie streitsüchtige Leute. Es ist nur ein Diener, dem wir Gunst erwiesen und den wir zu einem Beispiel für die Kinder Israels gemacht haben. Und wer wir wollten, könnten wir euch wahrlich zu Engeln machen. Und dann sagt er so, fürchtet Allah und gehorcht mir, sagt Isa. Tja, meine lieben Freunde, wie gesagt, also ihr kennt's, ihr liest auch. Wir haben Gunst erwiesen und den wir zu einem Beispiel für die Kinder Israels gemacht haben. Und wenn wir wollten, könnten wir euch wahrlich zu Engeln machen, die zu Statthaltern auf der Erde würden. Und er ist wahrlich wissen von der Stunde. In der anderen Sure sagt er, nur Allah allein weiß über die letzte Stunde und hier weiß aber Jesus auch über die letzte Stunde. Nur Allah weiß, wann die letzte Stunde ist. Aber Isa weiß das auch? Steht da, dass er weiß, wann die letzte Stunde ist? Und er ist wahrlich wissen von der Stunde des Gerichts. So hegt ja keinen Zweifel an ihr und folgt mir. Dies ist ein gerader Weg. Ja, dann ist. Hallo? Dann habt ihr komplett alles falsch verstanden, weißt du? Das ist doch das Problem bei euch, weißt du? Next Level Mindset. Es ist hier auf Deutsch geschrieben, nicht auf Chinesisch. Nee, aber das ist. Ich muss kurz unterbrechen. Next Level, warte. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum das immer so ist bei euch. Ihr habt alles falsch verstanden. Aussage, jeder Esel im Christentum und jeder Esel im Islam weiß, dass der jüngste Tag kommt. Du willst das so verstehen. Nur du willst das so verstehen. Deine Gelüste wollen das so verstehen. Du hast gerade gesagt, damit Isa weiß, wann dass der jüngste Tag stattfinden wird. Jeder Esel im Judentum und jeder Esel im Islam weiß, dass der jüngste Tag stattfinden wird. Das ist nur mal ein Fakt. Ihr behauptet, wir sollen akzeptieren. Das ist nicht so. Ganz einfach. Okay. Next Level, noch einmal. Warte. Genau, schmeiß ihn raus. Der soll von unten zuhören und ein bisschen darüber nachdenken. Jetzt pass auf, noch einmal. Eine Sache. Wenn er nicht mal laut Bibel weiß, wann die letzte Stunde ist, warum sollte er das? Laut Bibel weiß er das. Laut Bibel weiß er das. Du musst im Urtext lesen. Da steht nicht, der Sohn weiß das nicht. Nur die Engel und keiner weiß. Nur Gott. Er tut sich nicht ausschließen im Urtext. Nein. Ich kenne schon diese. Tatsächlich haben wir den Urtext noch nicht und deswegen kommt wahrscheinlich dieses Jahr noch die orthodoxe Bibel übersetzt auf Deutsch raus. Warte, und jetzt abends mal eine Frage. Ganz halt, reden wir über Koran. Jetzt eine Frage. Aber Siad, jetzt mal ganz kurz. Ich sag's ja so oder so, dass die Bibel gefälscht ist. Warum willst du dich dann mit der Bibel befassen? Hier der Koran, dann widerspricht sich in Sure 31, in Sure Lokman, Vers 34 sagt, Allah allein weiß über die letzte Stunde. Aber hier sehen wir in Sure. Aber nicht spannend sie ist. Hä? Siad, bitte, jetzt hör auf. Wir wissen alle, dass Yawm al-Qiyama kommen wird. Die Juden wissen das, die Christen wissen das und die Muslime auch. Also, was hat es jetzt, ich meine, bitte, jetzt hör auf. Also, das steht doch hier nicht umsonst da drin geschrieben, dass er die Stunde weiß. Was ist denn los? Der ist rausgegangen. Na, ich glaube, das war ihm, glaube ich, zu viel. Egal. Konfession oder welcher Volkszugehörigkeit er angehören sollte, das ist uninteressant. Er sollte definitiv nach der Wahrheit trachten, denn die Wahrheit ist etwas ganz Besonderes, Gutes, Wichtiges für das Zusammenleben der Menschen. Mehr kann ich eigentlich diesbezüglich nicht dazu sagen. Die Wahrheit ist etwas ganz, ganz Gutes und wir wissen, dass die Wahrheit von Gott kommt und die Lüge vom Teufel. Und deswegen sollen
wir nicht verdrehen. Wir sollen nicht lügen, wir sollen nicht einfach alles ausblenden und sagen, nur weil ich jetzt in dieser Tradition aufgewachsen bin, muss ich es auf Teufel komm heraus verteidigen. Wenn ich falsch gelegen haben sollte, egal in etwas, und ich komme da drauf, dann muss ich einfach sagen, hey, da war ich wirklich falsch gelegen, es tut mir leid und fertig, das war's. Denn wenn ich mich der Wahrheit zuwende, dann werde ich befreit, auch innerlich, körperlich, seelisch, vom Herzen, von den Gedanken her, von allem, von dem Umfeld. Das ist nun mal so. Die Wahrheit ist etwas Besonderes, Leute. Es gibt nichts Besseres wie die Wahrheit. Fertig. Absolut, da gebe ich dir recht. Also was ich halt gemerkt habe, ist einfach, das war ihm zu viel. Und wie gesagt, es ist ein Widerspruch, ne? Und wie gesagt, ich versuche ehrlich wie möglich zu sein, ja, und es ist einfach ein Widerspruch, ja. Allah kennt die Stunde, er ist der Einzige, der die Stunde kennt, aber in dieser Sure wird gesagt, dass Isa die Stunde kennt. So, das ist ein klarer Widerspruch, ne, aber naja. Ganz kurz, lieber Apo, grüße dich ganz kurz. Ich will noch etwas wissen von der Apostelgeschichte 1,7, weil die liebe Atta Christ, die Schwester, hat gesagt, ich soll das bitte vorlesen, das mache ich gerne. Also Apostelgeschichte 1, irgendwie zusammenreißen und uns zwingen, nicht freiwillig, sondern wir werden dann gezwungen, uns zu ändern auf diese Art und Weise, damit wir natürlich den Heil bekommen. Ne? Und deswegen ist es ganz klipp und klare Aussage, der Sohn weiß das auch, nur es ist uns nicht gegeben, es ist auch ihm nicht gegeben gewesen, dass er uns diesen Tag sagen sollte. So, jetzt Abu Shak, grüße dich. Servus. Servus. Was können wir für dich tun? Ich war ja gerade jetzt mit dabei hier und ihr meint ja wegen, dass ihr gesagt habt, sorry für meine Aussprache, ich kann mich jetzt schwer so aufsetzen und so, war für mich immer mehr schwierig. Also, du kannst dich ja, dass er die Wahl. Leute, ganz kurz. Letzte Stunde Apo, der Welt Leute, hier ist für Dunja, oder? Ganz kurz, Apo, ich werde jetzt die Kommentare erstmal stumm schalten, bis wir auf 25. 30.000 Likes kommen. Leute, wir sind so lange hier, guck mal, meine christlichen Geschwister und Brüder. Was ist los mit euch? Ich stumme jetzt Kommentare. Ich bin enttäuscht von euch. Ey, das geht doch nicht. Mann. Hallo. Natürlich. Ja, du darfst. Guck mal, da steht ja gewiss, Allah weiß, wann die letzte Stunde ist, oder? Mhm. Auch um welcher Stunde wird jetzt hier geredet? Die Stunde? Yawma Qiyama. Kiyama, okay. Aber jetzt, wenn du den anderen Vers liest, dann siehst du ja Vers 3, also Sura 43, Vers 61 war das, oder? Mhm. Wo steht, und er ist wahrlich wissen von der Stunde des Gerichtes. Ja, wann ist denn Yawma Qiyama? Ja. Wann ist denn das Gericht? So, das Gericht ist ja da, wo unsere Taten gewogen werden, oder nicht? Yawma Qiyama ist das Gericht, mein Lieber. Kiyama ist der Tag der Untergang, oder nicht? Nein, Tag der Auferstehung. Nein. Da werden alle Toten auferstehen, zum Gericht kommen. Schau mal, Yawma Qiyama ist auf Aramäisch. Apo, ganz kurz. Kennst du dich überhaupt damit aus? Oder wenn nicht? Wie gesagt, wir wollen dich hier nicht bloßstellen. Deswegen frage ich dich, kennst du dich überhaupt aus? Wenn ja, dann sag ja. Wenn nein, ist auch nicht so schlimm. Stell mir irgendjemand her, der wo alles weiß. Ja, aber Bruder, Herz, du bist doch gerade eben hochgekommen. Komm und willst drüber sprechen. Wir sind davon ausgegangen, dass du es verstehst. Nein, Flex, alles gut. Nein, es ist ja einfach nur zu reden. Ich weiß nicht. Muss man so direkt voll auskennen, oder wie? Guck mal, ich nehme meine Religion. Du hast vollkommen recht, keiner von uns weiß alles. Wir reden hier miteinander, wir diskutieren, wir wollen voneinander lernen, begreifen. Das ist kein Problem. Nein, alles gut. Wir wollen dich ja nicht bloßstellen, deswegen frage ich, ob du das überhaupt kennst. Deswegen. Guck mal, ich bin so oder so ein Typ, ich will niemanden bloßstellen, weder Christ, weder Moslem. Ich bin Moslem, ja, ich bete zu meinem Gott, ja, ich versuche das Richtige zu machen, ich will versuchen, ins Paradies zu kommen, wie jeder von uns ins Paradies will, glaube ich, oder? Absolut legitim. Wie bitte? Absolut legitim. Ich bin jetzt auch niemand da, der geturnt, okay, irgendwo. Natürlich habe ich mir dann Gedanken drüber gemacht, habe mir gedacht, okay, wahrscheinlich ist im Islam und der Christentum ist ja so ähnlich, also ist es ja egal, ob ich jetzt islamisch bin oder im Christentum bin oder so. Ja, aber was mich abgeturnt hat, war einfach nur dieses ständige, bist du konvertiert, bis ich angefangen habe,
tiefgründiger in die Materie zu gehen, wo ich dann gedacht habe, so gut, ich rede einfach nicht mehr darüber, aber ich bleibe Christ, ja. Ich habe einem gewisse Dinge gelesen, die mir nicht gefallen haben, ja, und ich habe sie auch vernachlässigt, ja, nur weil ich über den Islam rede, etc. pp. Auf einmal kriege ich eine Nachricht und in dieser Nachricht schreibt mir diese Person, hey, erstmal, wie geht's dir, Patrick? Sagst du, ja, mir geht's gut. Auf einmal fängt er an, richtig zu beleidigen. Du Esel, du dies, du das und so. Soll ich ehrlich zu dir sein, Apo? Ich war ganz entspannt. Ich habe dann einfach gedacht, so, ja, okay, das ist, wir haben eine Meinungsfreiheit hier in Deutschland. Man kann drüber sprechen. Und meine Intention ist dahinter auch zu verstehen, was da drin steht. Das Ding ist, wenn mir auf der Straße begegnet, eine Sache, was ich nur sagen kann, entweder, ja, der begegnet mich, während dass ich eine gute Laune habe, aber wenn ich eine schlechte Laune habe, ja, und wir sehen uns vielleicht auf der Straße, dann hat diese Person ein Problem mit mir. Aber wenn er mich an einem Tag erwischt, wo ich eine gute Laune habe, dann ist alles schön und gut, dann gucke ich den auch gar nicht an, dann laufe ich auch weiter. Aber wenn er mich an einem Tag erwischt, wo ich eine schlechte Laune habe, dann Gott bewahre. Gott bewahre. Ja. Ja. Das wollte ich nur mal gesagt haben, aber ja, wie gesagt. Ja. Gut, wir wollen jetzt nicht vom Thema abschweifen. Du kannst. Mach das jetzt. So Muslime, weißt du, das geht irgendwie so in die Richtung so Rap-Battle. Ja. Wie gesagt, weißt du, ich versuche mich ja nicht mit irgendjemandem zu streiten oder so. Ich mache einfach meinen Content. Und wie gesagt, ich mache das auch für meine Community und ich sag immer, wenn jemand es nicht passt, ja, was für ein Content ich hier gerade mache, dann soll er einfach den Stream verlassen. Ja, die zuhören wollen, die bleiben hier drinnen, die hören zu. Wenn einer getriggert ist und damit ein Problem hat, ich sag immer zu der Person, hey, weißt du was, buch dein One-Way-Ticket, geh wieder zurück in dein Land und fertig. Wir sind hier in Deutschland. Fertig, Punkt, aus. Okay. Das habe ich aber heute Vormittag anders bekommen. Die haben gesagt, ich soll in mein Land zurückgehen, wo ich herkomme. Ich so, ja, ich bin aber hier geboren. Ja. Ich will dir was erzählen, was dieses Thema eigentlich so richtig abschließen könnte. Was auch im Koran steht. Ich weiß nicht, ob es in der Bibel steht. Ich habe mich mit der Bibel noch nie befasst, ehrlich gesagt. Ich höre halt das nur. Ihr kennt doch bestimmt die Sura Kafirun, oder? Ja, kommt drauf an, welchen Vers oder so. Den letzten Vers. Euch, eure Religion und meine Religion. Tja, aber da gibt es ein kleines Problemchen diesbezüglich, lieber Apo Ishaq. Sag einfach Apo. Weißt du, sag einfach Apo. Apo, da gibt es wirklich ein kleines Problemchen mit einer riesen, wie soll ich sagen, schau her. In der Sure 29. Ganz kurz, wenn ich kurz weg bin oder so, weil ich bin gerade im Telekom-Laden. Okay. Wartet. Apo. Dann lies mal bitte Sure 9, Vers 29. Sure 9. Vers 29. Okay, jetzt kommt ein Kunde rein. Kleiner Moment, Jungs. Macht's weiter. Ex. Wieso sieht man die Kommentare nicht so gut? Ich sehe immer nur einen Namen, die anderen sehen nicht. Was meinst du, was? Die Kommentare zum Lesen, ich sehe immer nur einen Namen zum Lesen, die anderen sehe ich nicht. Warum? Naja, warte, ich muss das einstellen, warte. Ich glaube so vielleicht, warte. Nein, nee. Okay, komisch, ich weiß es auch nicht, Bruderherz. Egal, also, lieber Apo, jetzt hast du's? 9:29? 9:29. Guck mal, 29. Danke dir, lieber Samson, Gott segne dich, aber wirklich, Leute, ich brauche nichts, brauchst du nicht schicken. Vielen lieben Dank. Guck mal, kämpft gegen denjenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben. Und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben und nicht die Religion der Wahrheit befolgen. Von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, bis sie den Tribut aus der Hand entrichtet und gefüge sind. Ja? Ja. Also? Ja, was heißt das jetzt? Ja, da steht da oben drauf, oh, ihr Götzendiener. Guck
Guck mal, oh ihr Götzen, ihr seid für wahr unrein. So sollte sich der geschützte Gebetsstätte nach diesem ihrem Jahr nicht mehr nähern. Und wenn ihr deshalb Armut befürchtet, so wird Allah euch durch seine Huld reich machen. Er will. Wo liest du denn? Wo liest du denn? Das ist die 28, eins drüber. Achso, okay. Oh, die ihr glaubt, die Götzendiener sind für wahr, das meinst du, oder? Unrein. Ja, genau. Okay, lies weiter. So wird Allah euch durch seine Huld reich machen. Wenn er will, gewiss, Allah ist allwissend und allweise. Dann steht hier weiter, kämpft gegen diejenigen, die nicht Allah und dann nicht an den jüngsten Tag glauben. So, ja. Wer ist damit gemeint? Lies weiter. Was Allah und seine Gesandten verboten haben und nicht die Religion der Wahrheit befolgen. Von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, bis sie den Tribut aus der Hand entrichtet und gefügt sind. So. Was verstehst du jetzt bitte darunter? Dass die Götzendiener, dass wir gegen die kämpfen sollen. Wer sind die Götzendiener? Die Statuen, Löwen und Tiger anbeten und Sonnenanbeter. Nein, jetzt pass auf. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben und nicht die Religion der Wahrheit befolgen. Von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, bis sie den Tribut aus der Hand entrichten und gefügig sind. Mhm. Also, was heißt das? Erklärst du mir. Ja, was heißt denn, und nicht die Religion der Wahrheit befolgen? Wer hat die Religion der Wahrheit? Guck mal, es gab ja drei Herabgesandte mit einer Offenbarung, Moment, oder? Apo, bitte, schau her. Hier steht klipp und klar, nicht an die Religion der Wahrheit. Wer hat die Religion der Wahrheit? Sallallahu alaihi wasallam. Aha. Was sind dann die Christen, die Juden und die Götzendiener? Ungläubige. Götzendiener? Ja, nee, warte, ganz kurz. Das ist ein Missverständnis. Du kannst nicht sagen, dass die Christen... Oder aber Apo, warte, mein Lieber. Wir glauben nicht an den Koran. Das ist nur mal ein Fakt. Okay, aber glaubst du an Gott? Wir glauben auch nicht an deinen Allah. Das ist nur mal ein Fakt. Glaubst du an Gott? Mein Lieber, schau her. Nein, ich frage dich, ob du an Gott glaubst. Natürlich glauben wir an Gott. Glaubst du an den jüngsten Tag des Gerichtes? Ja. Ja, dann bist du doch kein Götzendiener. Noch einmal. Der Jude glaubt doch auch nicht. Apo. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben. Und nicht die Religion der Wahrheit befolgen. Wer hat die Religion der Wahrheit? Wer die Wahrheit hat? Ja, Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Mohammed. Wir sagen, unsere Religion ist das Wahre. Wir sagen aber nicht, dass wir die anderen bekämpfen sollen. So, wir sagen definitiv, also dein Allah und dein Mohammed sind nicht wahrhaft. Das ist nun mal ein Fakt, klipp und klar. Wir glauben daran und wir sagen, der Mohammed ist kein Prophet. Also somit widersprechen wir uns beide gegenseitig. Also der sagt ja klipp und klar, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter, wer ist der Gesandte von Allah? Gibt's drei. Aber Mohammed sallallahu alaihi wasallam, ja. Jawohl. Und nicht die Religion der Wahrheit befolgen. Wir befolgen den Islam nicht. Also es ist, ihr sagt, eure Religion. Okay, aber guck mal, dann kann ich dir was sagen. Aber guck mal, du kennst doch die Geschichte. Aber du kennst doch die Geschichte, dass unser Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam eingeladen wurde von einem Juden zum Essen. Okay, kennt was hat das jetzt damit zu tun? Oder was hat das jetzt damit zu tun? Ja, weil er noch was nicht. Was hat das damit zu tun? Ich meine. Apo. Hier ist ein Fakt. Das ist aus dem Koran, das ist nicht einmal ein Tafsir oder Hadith. Okay? Hier ist es ja, Sure. Ich verstehe, was du meinst. Hier ist Sure. Aber wenn es doch 9, wenn es Vers 29. Der besagt es klipp und klar. Wir können auch den Tafsir aufschlagen. Das ist ja auch kein Problem. Aber es geht nur darum, mein Lieber, hier steht es klipp und klar.
kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben und nicht die Religion der Wahrheit befolgen. Wir befolgen eure Religion nicht. Also das heißt, explizit, klipp und klar, ihr sollt auch gegen uns glauben. Da muss ich zu dir kommen. Da muss ich kommen zu dir und Bismillah Allahu Akbar machen, oder? Aber Janum, Apo. Jetzt mal ganz ehrlich, es wurde das ja auch... Was soll ich dir sagen? Wenn es so brennst, dann ist es Allahs Worte, Bruder. Das ist vor Feierabend. Aber pass auf, aber es ist ja auch 1400 Jahre praktiziert. Das ist nun mal ein Fakt. Ja. Ja, es ist praktiziert gegen die Christen im Osten und in den arabischen Ländern 1400 Jahre lang. Das ist nun mal ein Fakt, mein Lieber. Ja, das sind halt Gottes Wörter, Bruder. Was soll ich machen? Also ich kann es nicht verwenden. Ja, aber Apo, wie können wir dann bitte sagen... Dass wir, ganz kurz, Aram, hier hat jemand geschrieben, was war das denn mit deiner Zunge, Dämonen oder wie? Guck mal, ich zeig's dir nochmal, diese Zunge. Let's, das brauchen wir nicht, hör auf. Also ja, sag mal, wer dieses Kommentar geschrieben hat, Gott segne ihn, das brauchen wir nicht. Ich würde dir vielleicht ein paar Stück bumm, links und rechts geben. Deswegen, ihr habt das gar nicht mitbekommen, weil wenn ich rede, konzentriere ich mich auf das Gespräch. Also das hast du schon mal gemacht, oder was? Flex! Alter. Ja, ich bin hier. Alter, warte. Sei froh, dass wir uns Ich bin leider ein schlechter Mensch, was daran angeht, sich zu argumentieren. Wenn du mir jetzt was fragst, dies, das. Ich kann sehr gut Fragen stellen. Aber sie zu beantworten ist bei mir schlecht, sage ich dir ehrlich. Ich bin nicht dieser, der so sagt. Apo, wir müssen auch nicht alles, sagen wir mal, argumentieren können oder zusammensetzen können. Wir haben einen Herrn, wir haben ein Wissen, wir haben ein Gewissen, wir haben Freude, wir haben Liebe in uns. Wir lieben doch die Wahrheit. Und wenn mein Gott wirklich sagen würde, ne? Geh und töte die Andersdenkenden, Andersglaubenden, dann würde ich definitiv, also wenn Jesus das befohlen hätte, ich hätte ihn verlassen. Du hättest Jesus verlassen, wenn er das gesagt hätte? Ich würde es verlassen, ich würde ihn verlassen. Aber guck mal, ich habe auch vorhin ein bisschen recherchiert, so ein bisschen Bibel, ein bisschen das, weißt du, so man kommt auf den Gedanken. Ich habe irgendwas gelesen, tötet Säuglinge. Nein. Gib mir den Kapitel und den Vers, den lesen wir durch. Ja, warte, komm, ich muss suchen, weil ich weiß nicht, wann das war. Was war heute Morgen und so? Boah, keine Ahnung, wo ich das jetzt finde. Hier steht Lutherbibel. Ist das richtig? Gibt's das? Ja. Lieber Apo, also wie gesagt. Oma, ich habe doch keine Ahnung. Ich kenne mich mit der Bibel nicht aus. Sagst du mir Vers vom Koran, ich finde dir sofort. Aber Apo, Bibel, keine Ahnung. Apo, schau her, mein Lieber. Ich kann dir nur einen guten Ratschlag geben. Flex! Weißt du, ganz kurz, Kaka Abu Faka, ganz kurz bitte. Lieber Apo, ich kann dir nur eins empfehlen. Lest doch bitte in den Schriften nach. Tu dich mal ein bisschen mit der Bibel richtig auseinandersetzen. Lies sie mal ein bisschen. Und dann schaust du mal, was diese Schrift eigentlich dir mitgeben kann. Kann sie dir was Gutes mitgeben? Kann sie dir was Schönes mitgeben oder nicht? Wenn nicht, ich meine, wir sind ja freigestellt, ne? Aber wenn wir nicht in diesen Schriften forschen sollten, dann können wir ja nicht wissen, was da drin steht, ne? Ich kann ja auch nicht von mir behaupten, wenn ich nur die Bibel gelesen haben sollte, das dann sagen, naja, meins ist besser wie deins, meins ist richtiger wie deins, meins ist kompletter wie deins. Das ist ja richtig. Aber was ist das? Aber gibt es diesen Vers oder gibt es nicht? Den gibt es, aber der ist nicht so, wie du das sagst. Also guck mal, hier steht zum Beispiel so, ziehe nun hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an allem, was er hat verschonen, sie nicht, sondern töte Mann und Kinder und Säuglinge. Ich weiß, welchen das ist. Das ist im ersten Genesis, oder? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ist es so, das war ein Volk, ein sehr heidnisches Volk, hat böse Rituale getätigt, auch mit ihren eigenen Kindern. Und dieses Volk, der muss sich stummen, okay.
Warum? Wer hat was gemacht? Ja, das ist wegen die Amalekiter, da wo Gott befohlen hat, dem Mose. Weil du jemand geschrieben hast, stummen. Wem musst du stummen? Nein, Apo hat sich gestummt. Ich habe gesagt, er hat wahrscheinlich Kundschaft. Ach so, okay, verstehe. Masch, moin. Servus. Ja, dann warten wir erstmal, bis er sich wieder einstummt, dann können wir weiterreden. Ja. Aber nichtsdestotrotz wissen wir ganz genau, dass Jesus Christus die Wahrheit und das Licht ist. Kann jemand russisch von euch? Nein. Na, okay. Ach, jetzt bist du da. Jetzt nicht mehr. Naja. Was ist das Thema? Das Thema ist ein Interview. Wir reden hier über Religion, alles Mögliche, Sport. Aber jetzt gerade haben wir Religionsthemen. Genau. So. Leute, dann warten wir jetzt noch ein bisschen und dann hoffen wir mal, dass er gleich fertig ist. Ich müsste noch arbeiten, Leute. Boah. Wann musst du anfangen? Ich hab schon. Ach so, oh Gott. Ja, ich muss noch was im Vertrieb jetzt noch machen. Ich muss jetzt noch mit einem Kunde noch mal in Gespräch und dann noch andere Sachen. Bruder Flex, du bist ein sehr guter Mensch. Gott segne dich. Gigi, Dankeschön. Gott segne dich auch. Ne? Guck mal, extra für Next Level Mindset, weil du gesagt hast, dass ich dämonische Zunge habe. Guck mal, ich mach's dir jetzt nochmal vor. Mit Liebe sogar. Guck mal. Flex, bei uns gibt es einen super Spruch. Bei uns gibt es einen super Spruch. Ich werde dir deine Zunge abschneiden. Ey. Wo ich das gemacht habe, hat er dann geschrieben so, ach du Scheiße. Ah, ey, Mann, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, Mann, ey. Next Level Mindset, guck mal, meine schöne Zunge. Gell, du hättest gerne so eine Zunge, sei ehrlich, Next Level. Sei ehrlich, du hättest gerne so eine Zunge. Oder Aram, was sagst du denn dazu? Er hätte gerne diese Zunge. Das kann ich von hier aus nicht beurteilen, aber ich könnte dir ein paar Stück, dass die Zunge wieder ganz schnell drin ist. Das glaube ich nicht. Komm, wir lassen den mal kurz so. Guck mal, wie nett ich sogar bin. Ich lasse den. Christliche, du. Schönes Deutsch vor allem. Ja, ist das christlich? Sag mal. Ey, Next Level, du fandest sehr. Wie geht's dir? Das Benehmen kommt aus deiner Religion, oder wie? Verstehe ich nicht. Ja, jetzt bleib mal locker, du Pharisäer. Jetzt eins nach dem anderen. Jetzt eins nach dem anderen. Ja, gut, aber das ist doch ein bisschen komisch, oder? Bisschen ist das schon komisch, ne? Aber du hast doch gesagt, ich bin eine Schlange. Was? Du hast doch gesagt, ich bin eine Schlange. Warte, ich bitte dich, geh mal zu. Wann habe ich gesagt? Ja, vorhin, da hast du es doch geschrieben. Nein, ja, davon. Guck mal, jetzt weiß ich gar nicht, wie du darauf kommst. Schlange hat ich verstehe dich nicht, Sheikh. Bitte noch einmal. Ich glaub, das guck mal, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Guck mal, ihr sagt doch, Jesus ist der einzige Weg, das Licht. Okay? Und nur durch ihn kommt man zum Vater oder und so weiter und so fort. Ihr diskriminiert die ganzen Menschen vor Jesus, also haben die gar nicht die Chance gehabt, den wahren Gott kennenzulernen, oder? Okay. Wenn man nur durch ihn zu der Wahrheit kommt, die ganzen Menschen vor ihm, seit Adam bis zum Jesus, ja, die sind Ungläubiger, oder wie? Aber guck mal, darüber redest du jedes Mal, wenn du hochkommst. Aber das allein zerstört doch die ganzen Überzeugungen von euch. Nein. Mehr braucht man nicht, mehr benötigt man doch gar nicht. Du machst Breakdance, du tust philosophieren. Aber ich mag keine Menschen, die nur philosophieren. Hör auf damit, Mann. Aber guck mal, ich hol jetzt jemanden hoch und ich werde meinen Mund halten. Der wird dich komplett zerstören. Der soll mir nur auf diese Antwort, Frage eine Antwort geben. Das war's. Mensch. Ja, mein Bruder, komm runter, Mann. Alles gut? Auf. Gott segne dich. Elijah, Bruderherz. Attack! Okay. Go on! Okay. Ja, da kommt die Elite, ne? Next Level. So, Attack!
Was waren die Propheten, bevor Mohammed kam? Was ist das für eine Frage? Das ist dieselbe Frage, die du uns hier vorwirfst. Was waren die Propheten, bevor Mohammed kam? Die waren Muslime, die waren Propheten. Aha, jetzt auf einmal hast du eine Antwort. Und bei uns sind die Ungläubige, oder was? Nein. Du hast was komplett falsch verstanden. Du hast meine Frage falsch verstanden. Ihr sagt doch, Jesus ist der einzige Weg, das Licht. Nur durch ihn kommt man ins Paradies. Nur durch ihn wird man gerettet. Ja. Die Menschen, die vor Jesus gelebt haben, haben nicht die Chance gehabt, den wahren Gott kennenzulernen. Verstehst du das? Doch. Wie war das vor Mohammed? Erklär du mir das. Weil Mohammed sagte, wenn du auf Allah nicht hörst, ich stelle dir eine Frage, du gibst mir gar keine Antwort. Next Level, du bist zu aggressiv, komm runter, Mann. Nein, ich habe schon ein paar Mal die Frage gestellt, niemals habe ich eine Antwort bekommen. Immer die Philosophie kam von euch. Philosophie, Surah 47, Vers 16, sagt Allah, wenn du auf Mohammed nicht hörst, so ist es so, auch ob du auf Allah nicht hörst. Jetzt meine Frage an dich. Was waren die vor Mohammed, was waren die Propheten? Was waren die Propheten? Die waren Propheten. Okay. Hat man durch denen das Heil erlangt oder nicht? Was hat man? Hat man durch denen das Heil erlangt oder nicht? Was für ein Heil erlangt? Ja. Guck mal, siehst du weißt nicht mal, was Heil erlangen heißt. Guck mal, ich muss auch nicht alles wissen, aber was meinst du denn damit, hat man damit Heil erlangt? Sind die Menschen, das Volk von Musa, die Propheten, sind die errettet oder nicht? Weil Mohammed. Natürlich. Aber das macht doch alles keinen Sinn, was ihr sagt. Ihr sagt, nur durch Jesus kommt man aber zum Vater, nur durch ihn wird man gerettet. Nur wenn man glaubt, dass Jesus Gott oder Gottes Sohn ist, ist man gerettet. Die Menschen vor Jesus waren auch Gläubige und haben nicht daran geglaubt, dass Jesus Gott ist. So 48, guck mal, Allah sagt, wenn du nicht auf Mohammed hörst, so ist es so, auch ob du auf Allah nicht hörst. Die Propheten kannten doch Mohammed nicht. Sind die jetzt errettet oder nicht? Mohammed hat auch nicht gesagt, dass er Gott ist. Das hast du nicht verstanden. Du hast das nicht verstanden. Doch, ich habe verstanden. Die in der Bibel, lass mich ausreden. Die Propheten. Die vorherigen Propheten musste man auch nicht glauben, dass die Götter sind. Die waren einfache Propheten. Hör bitte zu. Mein Lieber, so läuft der Hase. Adibi, entweder du willst eine Antwort haben oder nicht. Deine Antwort hast du ja schon gegeben, aber die macht Antwort, du lässt mich nicht ausreden. Hast du irgendwas geschluckt, irgendwelche Pillen, dass du so aggressiv bist? Oder was? Nein, ich bin nicht aggressiv, sondern ihr seid immer zu dritt, zu viert, gegen einen. Lass mich doch verdammt nochmal ausreden. Dein Prophet Mohammed hat gesagt, wenn ich auf ihn hört, so ist es so, ob er auch auf Allah nicht hört. Er sagt, er ist auch der Weg. So, und ich frage dich jetzt noch einmal, sind die Propheten im Islam errettet ohne Mohammed oder nicht? Sind die Propheten im Islam errettet ohne Mohammed? Genau. Jeder Prophet kam in seiner Zeit. Nein, die sind nicht errettet. Wieso sind die nicht errettet? Das sind Gottes Propheten. Gottes Propheten sind nicht errettet. Sag mal, schlag jetzt die Sura auf und dann liest du vor. Ja, aber warte mal, der Koran sagt das. Du willst sagen, die vorherigen Propheten sind nicht errettet. Richtig, im Islam. Nein. Oh mein Gott, woher hat du das? Das ist richtig Teufelszeug, was ihr betreibt. Ja, nein, wir sprechen die Wahrheit aus, mein Freund. Richtiges Teufelszeug ist das, was ihr da redet. Aber guck mal, Next Level. Jeder Prophet, Moses. Ganz kurz, du redest ununterbrochen. Keiner kommt zu Wort, Mann. Lass mal den Bruder Elijah auch mal reden, Bruderherz. Guck mal, ganz im Ernst, wenn du das wissen und er weiß nicht, wo er hingeht. Das kann man lesen. Richtig. Egal, komm, ich bin stumm ihn mal. 2, Vers 36 heißt es. Was heißt es? Er erschuf Adam. Und da sagte
nachdem sie gesündigt haben, zwischen euch werde ich Feindschaft setzen. Was ist das? Zweitens, zeig mir eine einzige Sure, dass Mohammed gesagt hat, er wird im Himmel kommen. Es ist doch selbstverständlich, dass ein Gottesprophet in den Himmel kommt. Was für ein Verständnis habt ihr von Religion? Euer mach mal deinen Koran auf, wir zeigen es dir. Next Level, warte. Okay, mach deinen Koran auf, wir zeigen es dir. Warte kurz. Ich muss euch gar nichts beweisen. Ich wollte nur sagen. Weil du genau weißt, dass du falsch liegst. Nein, ich habe nicht den ganzen Tag aber euch irgendwas hier zu beweisen. Es geht darum, ihr sagt doch, dass Jesus der einzige Weg ist. Einzige. Wir reden gerade von Mohammed. Warum sprichst du gerade vom Thema? Guck mal, unser Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, ja? Nee, weißt du, was das Schreckliche ist? Das Schreckliche ist, die Menschen vor Jesus kannten den wahren Gott nicht. Du bestätigst gerade, dass dein Buch ein Teufel ist, hast du aus deinen eigenen. Nein. Das Schreckliche ist, die Menschen vor Jesus kannten den wahren Gott nicht. Das stimmt doch gar nicht. Alle Propheten in der Bibel, hört genau zu, alle Propheten aus der Bibel haben über den Messias vorausgekündigt und die sagen, er ist es, weil Jesus hat sich selber im Alten Testament offenbart. Damals haben sie das Gesetz gehabt, ja? Und Mose und Elia, die wurden entrückt und so weiter. Das ist derselbe Gott. Aber Jesus kam mit. Guck mal, ey, geh einfach raus, wenn du einfach mich da einfach, keine Ahnung, der unterbricht mich andauernd. Raus mit dem. Der lügt Grund und Boden, Mann. Das ist schon Katastrophe, Mann. Das können wir echt nicht gebrauchen, Mann. Der lügt eins nach dem anderen. Der checkt das selber nicht. So chronische Lügen, so, weißt du? Das ist Katastrophe. Genau, und jetzt blende ich euch einfach alles ein, dass Mohammed, der allerletzte Prophet, der allerletzte, der noch nicht mal wusste, er wurde nicht errettet. Gleich kannst du reden, Elijah. Christian, was können wir für dich tun, mein Lieber? Erstmal Servus. Hallo, guten Tag. Ich wollte gerne heute mit euch sprechen und fertig. Das war's eigentlich schon. Mehr wollte ich. Ja, hast du ein Anliegen, was zu dem Thema passt? Weil ansonsten muss ich dich nur kurz runtersetzen und später kannst du hochkommen, wenn du ein Thema hast, was du besprechen möchtest. Du meinst Glauben? Ja, also wir haben jetzt gerade ein ganz, ganz anderes Thema. Also ja, es kommt drauf an. Wenn du was sagen möchtest, sag, aber. Ja, ich hätte da gerne was zu sagen. Und zwar halt. Was ich mitbekomme in TikTok oder wie auch immer, halt auch von anderen Menschen, warum ist es immer ein Thema von Glauben? Also im Sinne von, ich bin ein Moslem oder ich bin ein Christ oder wie auch immer. Warum weiß man nicht einfach um Gott und fertig? Da brauche ich keine Religion für. Du hast vollkommen recht, Christ, und wir versuchen die Dunkelheit aufzudecken, ja, indem wir über das Evangelium verkünden einfach, dass wir darüber sprechen. Okay. Verkünden wir jetzt ein bisschen falsch an, aber wir reden drüber, genau. Ja, dann bin ich sehr gerne dabei und möchte gerne zuhören oder was dazu sagen, weil wäre cool, wenn ich da bleiben darf, um Gottes Willen. Ja, ja, aber dann setzen wir dich nur kurz runter, ich hole dich später hoch. Ja, ja, ganz kurz, lieber Christian, also ganz ehrlich, da bin ich mit dir nicht konform, dass du sagst, die Religionen brauchen wir nicht. Das stimmt so nicht. Wir wissen, dass die Apostolen da waren, die 12 Aposteln. Sie haben Jünger gehabt. Sie wurden von denen inspiriert. Sie wurden von denen auch mit dem Heiligen Geist ausgestattet. Und bis dato läuft es so weiter. Und diese Lehre befolgen wir, die kirchliche Lehre befolgen wir. Die Kirche ist nun mal das Hauswesen Gottes. So steht es auch in der Bibel geschrieben. Und die Priester sind die Vertreter. Er hat sie mit seinem Heiligen Geist ausgestattet. Er hat sie bevollmächtigt, Sünden sogar auf Erden zu vergeben, mein Lieber. Und deswegen tragen wir diese Lehre schon 2000 Jahre und werden sie absolut auch weitertragen. Absolut werden wir nicht davon ablassen. Das verstehe ich, um Gottes Willen, alles gut. Ja. Aber meine Frage dazu ist eigentlich halt, warum braucht es einen Glauben oder ein Buch, um zu wissen, dass es Gott gibt?
Okay. Ich bedanke mich nochmal, Christian. Wie gesagt, wir führen erst eine andere Diskussion. Wenn du eine Frage hast, dann holen wir dich hoch. Also später holen wir dich hoch. Wir wollen kurz einen Abschluss machen hier. Und ja, dann bedanke ich mich nochmal bei dir, Christian. Ja? Kein Problem. Alles nur noch gut. Zwei Silben noch dazu. Lieber Christian, ganz ehrlich, also wie gesagt, wenn wir diese Bibel nicht gehabt hätten, liebe Leute, wir müssen ganz ehrlich sein, und wenn wir unsere Kirchenväter und die Kirche nicht gehabt hätten, dann wären wir nicht so weit und hätten auch nicht daran glauben können und das nachvollziehen können. Das ist nun mal ein Fakt, und daran halten wir fest. Und die Kirche lehrt nichts anderes. Ganz kurz, Aram. Das macht nichts. Die sind halt gegen die Kirche, das ist nun mal ein Fakt. Das können sie ja auch sein. Ich meine, jeder ist freigestellt, absolut. Und ohne diese Kirche, die Kirche ist biblisch. Wir können auch die Priester biblisch belegen, auch die Beauftragung der ganzen Jünger können wir biblisch belegen. Die Kirche predigt absolut nur die Bibel. Nur das Problem sehe ich in einigen lieben Leuten darin, dass sie nicht die Bibel als komplett nehmen. Das Alte und das Neue Testament tut sich ergänzen und bestätigen. Und es ist halt schwer für eines jeden, das zu verstehen. Das ist auch normal, denn nicht jeder von uns hat diese Zeit und auch diesen Geist, das zu verstehen. Das ist normal. Deswegen haben wir auch diese Kirche und die Kirchenlehre und die Priester, die Kirchenväter. Ja, und von daher kann ich nur eins sagen, die predigen nichts anderes über die Bibel in der Kirche, und ich weiß nicht warum, wieso, weshalb die heutigen Christen diese Kirchen ablehnen und sagen, wir würden Götzendienst betreiben. Das finde ich überhaupt nicht richtig, denn geht's mal in die Kirche rein und hört mal zu, wie die Priester predigen, wie die Kirchenväter auch alles zusammengesetzt haben und entschlüsselt haben. Von daher kann ich nur eins sagen, Gott segne euch alle und leite euch recht. Was anderes kann ich nicht dazu sagen. Wir werden definitiv unserer Kirche treu bleiben und fertig. Ich werde richtig. Auch niemanden zwingen, da einzutreten oder irgendetwas anderes zu machen. Wir sind alle freigestellt. Wir sind definitiv absolut zufrieden mit unseren Kirchenvätern und unserer Kirche und mit unserer Bibel, absolut. So, vielen Dank. Richtig. Super, sehr schön gesagt, Aram. Ich hoffe, La Vida Loca, es gibt kein Problem zwischen dir und Aram, weil das hört sich nicht so cool an. Okay. Apo, hast du noch eine Frage? Ansonsten nehme ich kurz jemand anders hoch. Ich wollte eigentlich Apo was fragen. Der Judy wollte was fragen, ja. Ja, bitte. Mhm. Grüß dich, Bruder Apo. Also, hallo an euch, habe ich schon gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr mich gehört habt. Ja, schön. Hallo, Sahla. Apo. Cocktailer. Apo. Allahu Akbar, Allah. Okay, Apo ist nicht da. Gut, dann müssen wir ihn kurz runterschicken. Gut, nicht so schlimm. Also gut. Hören wir jemand anders zu? So. Ja, hallo. Gudi, wie geht's dir, Gudi? Gut, danke. Wie geht's dir, Flex? Alles gut bei dir, Bruder? Gut. Junior, was können wir für dich tun? Ich habe eine Frage. Danke, Koptik. Schieß los. Dankeschön, Leute. Dein Mikrofon ist richtig schlecht. Danke, Amazon. Ich habe eine Frage zu dem Israel-Krieg. Dein Mikrofon ist ganz schlecht. Warte. Du musst die Kopfhörer vielleicht wegmachen oder so, keine Ahnung. Besser? Mhm. Und zwar, falls die NATO in diesen Krieg eingreifen sollte. Der kommt mit Krieg. Ja, im Israel-Krieg. Jetzt kommt Krieg, ja, egal, alles gut, schieß los. Ja, da ist doch jetzt Krieg, oder nicht, in Palästina. Mhm. Falls es sich so zuspitzt, dass die NATO da eingreifen sollte, man weiß es ja nicht. Mhm. Wie schaut das mit der Türkei aus? Die Türkei ist ja ein NATO-Mitglied.
müssten die dann theoretisch auf ihren muslimischen Brüder Krieg führen? Also ich bin ganz ehrlich, Türkei muss sich komplett raushalten, weil Amerika hat Türkei im Auge, ne? Ja, aber die müssten dann laut NATO, Türkei ist ja NATO-Mitglied. Mhm. Laut NATO müssten die dann ja mitziehen halt, ne? Wenn's hart die müssen auf mitziehen. Kommt. Und wenn die aber dagegen sind, dann haben die ein Problem. Ja, die haben aber so und so ein Problem. Wenn die nicht mitziehen, haben die mit der NATO ein Problem. Wenn die aber mitziehen, haben die mit den Muslimischen. Die sind ja selbst muslimisch. Verstehst du, wie ich meine? Soll ich ganz ehrlich sein? Das ist, glaube ich, gewollt. Das ist ein Trick. Die wollen sehen, ob die Türkei mitzieht. Und wenn nicht, dann greifen sie Türkei an. Das ist, glaube ich, das ist bewusst so. Ich glaube, das ist bewusst. Also bewusst von wem? Wie meinst du das? Verstehe ich jetzt. Sorry, ich meine, das ist mit Absicht. Das machen die mit Absicht. Ach so. Das läuft alles nach Plan. Ja, okay. Ja, ja, das war halt nur meine Frage, weil ja, weil halt Türkei halt ein NATO-Mitglied und ein ja, muslimisches Land ist halt, ne? Mhm. Ja, okay. Alles klar, vielen Dank. Kein Problem, mein der lieber Bruder, Junior. Der Bruder Judy wollte noch was sagen, oder? Alles gut, Aramabe, alles gut. Hi, Becher, Becher. Na, meine Shaitan. Becher, du? Shaitan schon. Am Chipken. Gottes Segen euch allen. Ich hoffe, euch geht's gut. Flex nochmal guten Appetit. Gottes. Dankeschön. Gottes Segen, ja. Lieber Koptik. Gott segne dich. Was geht so heute? Leute, welche Themen? Leute, wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt kommt keiner mehr hoch. Ich glaube, kein Moslem mehr. Ich hab das Gefühl, dass Aram der Endgegner hier ist und da kommt keiner mehr hoch. Nein. Ich bin einer der Schwächsten diesbezüglich wirklich. Also ich sag mal, der liebe Judy, wo ist er? Judy, der liebe Judy und der Punisher, die sind viel besser wie ich. Es ist nun mal so. Viel besser wie ich. Gottes Segen, Punisher. Gottes Segen. Shino. Wie geht's euch? Gut. Hey, So, hey, ich hab gehört, hier gibt's Endgegner. Ich habe gehört, eines gekommen, Endgegner. Also dann hätte ich natürlich wieder eine sehr tolle Frage. Nein, alles gut. Ich hab das an dich abgegeben. Und Judy. Das geht ja auch nicht an dich, Aram. Du bist okay. Sowieso Endgegner, das wissen wir. Aber das geht nicht an dich. Ja, hier hat jemand gesagt, wir haben hier einen Endgegner. Also möchte ich, dass diese Person mir diese Frage beantwortet. Ja, gut, das ist guck mal, wie der schon guckt. Habt ihr gesehen, wie er geguckt hat? So direkt so unten von der Ecke guckt er so. Nein, ich lasse euch heute in Ruhe. Ich lasse euch mal in Gnade heute. Was geht, erzähl. Ich bin ein Jahil, ich bin ein Unwissender. Amin. Nee. Wir sind alle, guck mal, um das Gottesverständnis zu haben, Bruder, sind wir alle ein Jahil. Denn wenn wir in der Lage wären, Gott zu 100% zu verstehen, ja, dann würde was nicht stimmen. Wir können Gott nicht 100% verstehen. Ist nicht möglich. Mhm. Absolut, lieber Panischer, da hast du vollkommen recht. Es ist nun mal so, wir wissen zwar einiges und doch wissen wir es nicht. Ist so. Ach, das, was wir wissen, ist noch nicht mal ein Bruchteil der, sag ich mal, der Wahrheit und des verborgenen Wissens, was uns fehlt, was im Paradies ist, was mit Gott zu tun hat. Richtig. Ja. So. Wie lange streamt ihr? Ja, Leute, ne, das hat mich echt gefreut. Ich möchte nur kurz was holen, noch was abholen. Ich muss mit Kunden noch sprechen, habe noch ein paar Kleinigkeiten, die ich noch machen muss. Aram, bist du in circa 2 Stunden wieder da? 2-3 Stunden? Vor drei Stunden nicht. Also wann ungefähr? Also ich denke mal, also auf jeden Fall so Sydney.
19 Uhr garantiert, 19.30 Uhr hier, ja. Okay, hört sich gut an, bei denen komme ich dann auch an. So, wir fangen, eigentlich wäre sogar besser, Adam, du hast ja zu tun, das ist klar. Flex, ja. Dich erwarte ich später in meinem Stream, in so 2 Stunden. Ja, wir machen nämlich heute weiter mit unserer Spendenaktion für das Kinderhospiz. Wir werden heute noch ein Gewinnspiel mit reinballern. Die Parfüms sind immer noch da zum Gewinnen. Wir werden das aber heute etwas leichter machen mit den Luftballons statt mit diesem Lotto. Das Lotto ist viel zu schwer. Ja? Und wir werden uns dann noch weitere Sachen ausdenken. In 2 Stunden, 1,5, 2 Stunden starte ich damit. Ja? Alle, die natürlich jetzt hier gerade zuhören. Warte. Guck mal, was er geschrieben hat. Ihr habt ja eine Elite zusammengestellt. Aram, wir sind eine Elite. Oh mein Gott. Nein. Next Level Mindset. Ja, mein Lieber, jetzt mal ganz... Nee, aber ey, warte, Aram, aber obwohl, ja. Der hat gar nicht mal, er hat gar nicht mal Unrecht, weil wir sind wirklich Eliten. Nein. Die Eliten, wenn die kommen sollten, dann ist es total was anderes. Wir sind noch wirklich diesbezüglich sehr, sehr, sehr klein und eigentlich nicht viel wissend. Also wirklich, ich meine das ernst. Und lieber Next Level Mindset, jetzt mal ganz im Ernst, macht euch ein bisschen mehr Gedanken drüber, wenn wir die Schriften aufmachen, sowohl die Bibel auch den Koran, dann sollten wir uns schon bitte auch an das, was da drin geschrieben steht, halten und nicht philosophieren und nicht ausweichen. Das gehört sich einfach nicht, denn wir sind alle Menschen, wir haben alle ein Wissen, ein Gewissen und warum sollen wir da wirklich uns selber, sagen wir mal, verarschen oder umgehen, das bringt nichts. Das nee, macht absolut nicht. Absolut nicht, da hast du vollkommen recht. Ja. Okay, vielen lieben Dank, Gott segne euch und eure Gott Familie und alle, auch unsere lieben Muslime genauso. Also denkt ja nicht daran, dass wir irgendwie euch fertig machen wollen, absolut nicht. Wer die Wahrheit sucht, wird sie finden und das ist das Wichtigste, das ist das beste Gut der Menschheit. Das war's. Naja gut, Mordechai, wenn du meinst, ich kenne die Bibel nicht, dann ist es so. Natürlich gibt es sehr viele Brüder, die die Bibel definitiv 1000-mal besser kennen wie ich. Sein Name absolut. Sagt schon alles, Mord. Mordechai, naja, mein Lieber, die Orthodoxen, glaube mir, die syrisch-orthodoxe Kirche kennt die Bibel schon seit von Anfang an, seit Petrus bis jetzt. Und von daher, ich bin natürlich einer der schwächsten Orthodoxie diesbezüglich wirklich, denn ich bin kein Gelehrter. Ich kann nicht einmal Aramäisch lesen, das ist nun mal ein Fakt. Ne? Und wie gesagt, mein Lieber, Mordechai, vielleicht kannst du sie ja besser auslegen wie ich. Ist ja möglich. Ich sage ja nicht, dass ich so gut bin. Nee, absolut nicht. Wenn einer das besser kann, ich bin sehr froh darüber, wenn die anderen das viel besser verstehen und auslegen können wie ich. Ich wäre denen dankbar und Gott natürlich sowieso auch dankbar. Ja? Danke, Leute. Gott segne euch. Also, ich wünsche euch alles Gute. Bis dir auch, Aram, Bruder. Gott segne dich, Bruder. Ja. Und ja, Gott segne Aram. Und hier nochmal an alle. Bruder, warte. Nochmal an alle, wie gesagt, wir starten in 1,5, 2 Stunden. Ja? Flex, beteilige dich. Wenn ich zeitlich das packe in 2 Stunden, dann ja, dann komme ich rein. Ja? Also wir werden sowieso länger streamen, bevor du dann... Seien so 1,5, 2 Stunden fange ich an mit dem Stream. Der Stream wird ja sowieso dann länger gehen. Ja? Wir wollen unser Ziel für heute dann wieder erreichen und dann gehen wir zu dir rüber zum Stream. Wär glaube ich besser, ja? Alle, die da sind, alle beteiligen, wir werden Spaß haben, wir werden lachen, ja, und alles für einen guten Zweck, weil wir wollen in den 30 Tagen wollen wir eine gute Summe für das Kinderhospiz zusammenkriegen, ja? Und das ist im Namen von uns allen. Ja, und das spielt keine Rolle, ob es irgendwelche Muslime sind oder Christen, wir reden hier von Kindern. Mach doch mal dazu wie so ein kleines YouTube oder wir haben, nee, wir haben schon Reels gemacht, alles gut, wir haben schon Reels gemacht, die posten wir auch die Tage bei mir auf der Page, ich poste das jeden Tag, das sehen ja genug Leute. Ja, und ja. Da werden das wir gleiche, in Zukunft was du auch da, machen. Das Gleiche, was du da machst, mache ich auch, aber ich mache das hier in Deutschland, also ich tue auf jeden Fall hier Bruder, wir machen das doch auch in Deutschland. Ja, ich möchte das hier in Baden-Württemberg machen, also für die Kinder, die
keine Ahnung, einen letzten Wunsch haben oder so, dass man das irgendwie in Erfüllung bringt, so, weißt, das ist auch so mein Ziel, so ein bisschen. Das habe ich die ganze Zeit Schließt dich einfach uns an, so war es ja eigentlich auch von Anfang an geplant, dass wir das ja gemeinsam machen, Bruder, darüber haben wir ja schon mehrmals gesprochen, ja. Schließt dich uns an, wir haben jetzt aktuell ein Kinderhospiz in Berlin und in Frankfurt, ja. Wenn du natürlich ein seriöses Kinderhospiz, ja, in Berlin ist aktuell eins, ja, wo viele Kinder sitzen, in Frankfurt ist eins. Und wenn du natürlich bei dir in Baden-Württemberg ein, sag ich mal, ein seriöses Hospiz findest, weil die meisten machen es ja, viele von denen findest du ja nur übers Internet, ja. Und wenn du dann da persönlich vorbeifahren willst, existiert auf einmal dieses Hospiz nicht. Wenn du aber etwas hast, was natürlich da ist, wo du vorbeischauen kannst, das Ganze prüfen kannst, ja, dann setzen wir natürlich diese ganzen Kassen zusammen und teilen das einfach auf diese mehrere Hospiz auf. Weißt du? Ja, weil gut, also ich will das aber im Umkreis Baden-Württemberg machen, jetzt nicht außerhalb Baden-Württemberg, weil ich lebe in Baden-Württemberg, deswegen würde ich kannst das ja machen, Bruder. In Baden-Württemberg. Das kannst du ja machen, aber da können wir dann auch gerne was beisteuern, ja, wenn wir, sag ich mal, wenn wir in einem Monat genug zusammen haben, ja, der eine hat, sag ich mal, durch diese Spenden 3.000 verdient, der andere hat 2.000, der nächste hat wieder 4.000, ja, dass wir das dann auf alle drei Hospize so aufteilen, dass die monatlich das Gleiche bekommen, weißt du? So erreichen wir auch wesentlich mehr, ja, für die Kinder. Ja, gut, aber dieses Ziel zu erreichen, die Leute müssen da erstmal mitmachen. Das ist nicht so einfach. Ne? Das ist ja, das so wird einfach. Schon, Bruder. Das wird klappen, schon. Ja? Klappen könnte schon, aber ich möchte das nicht erzwingen. Warum? Die Leute sollen es einfach freiwillig machen. Das ist so meine Meinung, weil ich möchte nicht die Leute darauf auffordern, hey Leute, jetzt kommt, spendet mal, sondern das soll von alleine. Nee. Ich weiß nicht, ob du das jetzt beobachtet hast oder gesehen hast, ja. Wir zwingen ja niemanden zum Spenden zu irgendetwas, sondern wir machen das mit einem spielerischen Effekt, ja. Wir unterhalten die Leute, weil ich habe festgestellt, die Menschen müssen ja irgendwo ein bisschen schadenfroh sein, ja. Wenn sie irgendwo, ja, es ist einfach Tatsache, ja, Butter bei den Fische ist einfach so, wenn du denen die Möglichkeit gibst, dass die irgendwo schadenfroh sind, sind sie auch bereit, irgendwo mitzumachen. Oder wenn du ein Gewinnspiel hast, ja, ich habe jetzt zum Beispiel 4 Parfüms da, 2 von Gucci, 1 von Dior, 1 von Versace, die ich verlose, ja, wenn sie die Möglichkeit haben, das zu gewinnen, diese ganzen Einnahmen, die ja reinkommen, Bruder, die nutze ich ja für das Hospiz, verstehst du? Und so kriege ich die Leute spielerisch, sage ich mal, dazu zu spenden in dem Sinne. Für sie ist es ja im ersten Fokus ist es ja für sie, dass sie ja entweder schadenfroh sind oder etwas gewinnen, aber auch sehr viele der Geschwister sind dabei und sagen, wir machen das hauptsächlich auch für die Kinder. Ja, es ist alles freiwillig. Also es muss keiner irgendwie gezwungen sein oder sonst irgendwas. Ja, braucht sich auch keiner genötigt fühlen, weil ihr könnt selber entscheiden, ob ihr da mitmacht oder nicht. Okay. Ja gut. Okay, komm, ich lass dich wieder in Ruhe, Bruder. Wir hören uns später. Also gut, okay, gut. Dann ich schreib dir und dann schauen wir mal, Gottes was Segen, wir daraus machen. Ne? Alles klar, bis dann. Ciao. Gottes Segen. Bis dann. Okay. Ciao. Koptik, Bruder Herz, bis dann, gell? Naja, bis dann. Gottes Segen, Bruder. Bis dann. Ciao. Gottes Segen. Ja. Und an die ganzen Zuschauer, dass ihr da wart und genau, war sehr, sehr schön, euch hier zu haben, Leute, und war recht lustig, auch ein bisschen hitzig hier drinnen, aber nichtsdestotrotz, ne, sind wir alle im Glaube und das ist richtig schön, ne? Deswegen, Leute, bis dann, ja, fühlt euch gedrückt, ne, und bis in die nächsten 2-3 Stunden bin ich da und das mit den Kinderhospiz ist vollkommen okay, ne. Ich mag es aber eher lieber, wenn die Fans oder sagen wir mal die Zuschauer das alle freiwillig machen und nicht irgendwie jetzt. Aber gut, jetzt schauen wir mal, die Idee vom Punisher bin ich mal gespannt, dann gehen wir mal in seinem Stream rein und dann schauen wir mal, ne? Bin ich wirklich mal gespannt, dass wir da so eine Aktion dann starten, weil das würde ich auch sehr gern machen auch. Na gut. Also gut, Leute, bis denne, bis später. Peace out. Boom, bis in 2 Stunden.